Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Bildung ist Ländersache, heißt es häufig von Politikerinnen und Politikern des Bundes, wenn wir, die GEW, sie konfrontieren mit unseren Bildungs- und wissenschaftspolitischen Forderungen. Tatsächlich aber hat der Bund insbesondere in der Wissenschaftspolitik enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz sind zwei Bundesgesetze, die der Bund verändern kann. Und über Programme wie den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken oder die Exzellenzstrategie und viele andere nimmt er auch Einfluss auf die Wissenschaftsfinanzierung. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen wir heute bereits auf den 26. September, wenn der Deutsche Bundestag neu gewählt wird. Und es ist dann eben nicht egal, wie der neue Bundestag zusammengesetzt ist. Und darum möchten wir heute auf unserer Konferenz zur Bundestagswahl Wissenschaftspolitik auf den Prüfstand stellen. Wer ist wir? Wir sind die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund, die stolz das große W gleich Wissenschaft in ihrem Namen trägt. Mein Name ist Andreas Keller, ich bin stellvertretender Vorsitzender der GEW und freue mich sehr, heute diese Konferenz eröffnen zu dürfen. Herzlich willkommen in der Live-Konferenz der GEW. Ich hatte das BAföG erwähnt, ein Bundesgesetz, was der Bundestag ändern kann, morgen, wenn er möchte, oder hoffentlich spätestens in der neuen Wahlperiode. Es ist 1971 in Kraft getreten, also vor genau 50 Jahren. Aber den allermeisten Studentinnen und Studenten ist nicht nach Feiern zumute, nicht nach einer Geburtstagsparty zumute. Denn 1971 waren es noch 45% aller Studierenden, die BAföG bezogen. Und zwar damals noch als Vollzuschuss, der nicht zurückgezahlt werden musste. Heute, 50 Jahre später, sind es gerade mal noch 11% und die Hälfte ist ein Darlehen, das zurückbezahlt werden muss. Wir haben also heute ein Allzeittief erreicht in der Geschichte des BAföG. Und dazu kommt noch, das ist eine Steilvorlage für diese Konferenz, gestern hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass es das BAföG für verfassungswidrig hält, weil die BAföG-Sätze nicht das Existenzminimum von Studierenden abdecken. Entscheiden muss Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht. Aber der Ball liegt heute schon bei den Abgeordneten, die das BAföG auf den Prüfstand stellen müssen. WISZVG, die Abkürzung für das sperrige Wort Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ist ein weiteres Bundesgesetz, was der Bundestag ändern kann mit den entsprechenden Mehrheiten. Es ist seit 2007 in Kraft und es ist nichts anderes als eine Lizenz zum Befristen für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, für die Arbeitgeber in der Wissenschaft. Und das hat dazu geführt, dass heute 9 von 10 wissenschaftlichen Angestellten an Universitäten mit einem Zeitvertrag abgespeist werden. Und damit nicht genug, diese Zeitverträge haben häufig sehr kurze Laufzeiten von 1 bis 2 Jahren. Und das ist ein weiteres Problem, was der Bundestag beheben muss. Wissenschaftsfinanzierung. Ich hatte den Zukunftsvertrag angesprochen. Ich hatte die Exzellenzstrategie als Beispiel genannt. Das Kooperationsverbot, das den Bund in der Bildungspolitik weitgehend lahmlegt, gilt im Wissenschaftsbereich seit 2013 nicht. Das wurde mit der Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat geändert. Und das hat auch dazu geführt, erfreulicherweise, dass Bund und Länder über Programme auch sich an der Wissenschaftsfinanzierung beteiligen. Der Pferdefuß ist allerdings, diese Programme sind in aller Regel befristet. Bund und Länder geizen nicht immer neue Programme und Projekte, Wettbewerbe, die befristet sind, aus dem Boden zu stampfen. Und die damit verbundene Unsicherheit geben dann die Hochschulen an ihre Beschäftigten und Studierenden weiter. Und speisen die Beschäftigten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie ich schon sagte, mit Zeitverträgen ab. Was fehlt, ist ein wirklich spürbarer, substanzieller Beitrag des Bundes zur Grundfinanzierung der Hochschulen. So kann es nicht weitergehen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als GEW treten ein für einen Kurswechsel in der Wissenschaftspolitik. Wir treten ein für gute Arbeit, für gutes Studium und
für gute Forschung. Diese drei Komponenten gehören zusammen, wie zwei Seiten einer Medaille, und sie sind auch das Motto unserer Wahlprüfsteine, die wir heute Vormittag veröffentlicht haben, die auf der Website der GEW, gew.de, und auch abgerufen werden können. Und diese Wahlprüfsteine sollen heute auch ein Stück weit diese Diskussion mit den Abgeordneten, die wir gleich haben werden, strukturieren. Wir haben nämlich eingeladen Abgeordnete von Union, SPD, FDP, Linken und Grünen. Leider musste die FDP-Fraktion sehr kurzfristig absagen. Und wir möchten heute mit unserer Konferenz dazu beitragen, dass die Wissenschaftspolitik ein Wahlkampfthema wird. Denn es gibt einen großen Handlungsbedarf, den wir mit unseren Wahlprüfsteinen auch noch mal ausbuchstabiert haben. Dazu möchte ich zum Abschluss meines Grußworts noch gerne ein paar Worte verlieren. Wie gesagt, verbunden mit der Einladung, die gerne auch im Wortlaut nachzulesen. Wir möchten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir möchten Lehre und Studium krisenfest machen. Die Corona-Krise, die jetzt ins dritte Semester geht, wenn man jetzt in Hochschulzeitmaßen denkt, die hat zu großen Problemen geführt für die Studierenden, für die Lehrenden, für die Hochschulen selbst. Und sie hat gezeigt, wie ein Brennglas, welche Defizite im Hochschulsystem bestehen und die grundsätzlich angegangen werden müssen. Wir setzen uns ein für eine wirksame Überbrückungshilfe für Studierende, die in der Corona-Krise damit konfrontiert worden sind, dass viele ihrer Jobs weggebrochen sind und dass es dann eben kein leistungsfähiges BAföG gab, was sie aufgefangen haben. Es gab eine Überbrückungshilfe des BMBF, die aber aus Sicht der GEW weder überbrückt hat noch wirklich geholfen hat. Ein Bürokratiemonster, was monatsweise beantragt werden muss, und viele Studierende fielen durch die Maschen dieser Hilfe, häufig, weil sie zwar nachweisen konnten, sie sind in einer Notlage, aber diese Notlage ist nicht pandemiebedingt. Deswegen brauchen wir eine wirksame Überbrückungshilfe, aber wir brauchen natürlich vor allem auch eine Verlängerung des BAföG, um die pandemiebedingten Zeiten, in denen die Studierenden ihre Leistungen nicht erbringen können, und das können auch mehr als zwei Semester sein, wie wir jetzt merken. Wir brauchen eine Verlängerung von Stipendien. Wir brauchen eine Verlängerung von Zeitverträgen mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die häufig in der Corona-Krise das Problem haben, wenn Labors geschlossen sind, wenn keine Reisen angetreten werden können, dass sie Verzögerungen, Beeinträchtigungen haben. Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz wurde zwar 2020 auch nach einem Vorschlag der GEW dahingehend geändert, dass Zeitverträge verlängert werden können. Das große Problem ist, diese Regelung ist am 1. April diesen Jahres ausgelaufen. Die Pandemie richtet sich aber nicht nach den Vorgaben von Bundesgesetzen. Sie geht weiter und es gibt vor allem auch keinen Anspruch der Beschäftigten auf eine Verlängerung. Deswegen muss hier nachgesteuert werden. Wir brauchen auch einen Hochschuldigitalpakt, der die digitale Infrastruktur an den Hochschulen ausbaut, der Lehrende und Studierende aktiv unterstützt, auch mit den neuen digitalen Möglichkeiten zurechtzukommen, zu arbeiten, auch über die Pandemie hinaus. Und wir unterstützen die Forderung des Deutschen Studentenwerks nach einem Hochschulsozialpakt, der den Studierenden und Studentenwerken und anderen Akteuren hilft, vor Ort an der Hochschule die soziale Infrastruktur auszubauen. Das BAföG hatte ich schon angesprochen. Wir brauchen nicht nur ein krisenfestes BAföG, was jetzt den Studierenden hilft, über die Krise zu kommen. Das BAföG muss auch insgesamt auf den Prüfstand. Es kann nicht sein, dass nur 11% der Studierenden BAföG bekommen und dass das Bundesverwaltungsgericht der Politik bescheinigt, dass die Fördersätze nicht ausreichen. Die GEW setzt sich daher ein für eine kräftige Erhöhung der Fördersätze und Freibeträge im BAföG, damit deutlich mehr Studierende in die Förderung kommen. Wir treten ein für die Umstellung des BAföG auf einen Vollzuschuss, damit die Studierenden nicht nach dem Studium mit einem Schuldenberg ins Erwerbsleben starten müssen, was nachweislich gerade Studienberechtigte aus sogenannten bildungsfernen Haushalten von einem Studium abschreckt. Wir treten ein für eine Verlängerung der Förderdauer, die sich an den Regelstudienzeiten,
eben nicht an den bürokratisch festgesetzten Regelstudienzeiten, sondern an den tatsächlichen Studienzeiten orientieren muss. Und wir fordern die Wiedereinführung des Schülerinnen- und Schüler-BAföG ab Klasse 10 auch an allgemeinbildenden Schulen, weil sich gerade in diesem Alter beim Übergang in die Sekundarstufe 2 häufig die Weichen stellen, welche Bildungschancen junge Leute haben. Und wir fordern ein Studiengebührenverbot ohne Wenn und Aber, das bundeseinheitlich gilt. Wir brauchen keine Studiengebühren, sondern ein Studienhonorar. Das ist die langfristige Perspektive der GEW für die Reform der Ausbildungsförderung. Die GEW fordert drittens in ihren Wahlprüfsteinen Dauerstellen für Daueraufgaben. Das ist mittlerweile ein geflügeltes Wort, das sogar in keiner Rede fast der Bundesbildungsministerin mehr fehlen darf mittlerweile. Aber mit Lippenbekenntnissen ist es nicht getan. Wir fordern hier den Bund zum konkreten Handeln auf, damit wir wirklich mehr Dauerstellen für Daueraufgaben in Forschung und Lehre haben. Und darum geht es um eine radikale Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Befristung darf nur noch zulässig sein bei einer echten Qualifizierung. Der Qualifizierungsbegriff muss klar definiert werden. Und in der Phase nach der Promotion muss es eine Entfristungsperspektive über einen sogenannten Tenure-Track geben. Wir möchten verbindliche Mindestvertragslaufzeiten im Gesetz haben, damit nicht Doktorandinnen und Doktoranden mit einer halbfertigen Doktorarbeit auf die Straße gesetzt werden. Wir möchten, dass die Familien- und behindertenpolitische Komponente im Gesetz verbindlich ausgestaltet wird, damit nicht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Kinder betreuen oder eine Beeinträchtigung haben, keine Kompensation für diese Nachteile haben. Und wir fordern, dass die Tarifsperre gestrichen wird, damit wir endlich als Gewerkschaften mit den Arbeitgebern über faire Befristungsregeln verhandeln dürfen. Wir fordern die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, die im Teilzeit- und Befristungsgesetz noch verankert ist. Und vor allem aber fordern wir den Bund auf, dass er seine Finanzierungsinstrumente, den Zukunftsvertrag, die Exzellenzstrategie und andere Programme nutzt, um für gute Arbeit in der Wissenschaft zu sorgen. Wer zahlt, schafft an, lautet ein deutsches altes Sprichwort. Der Bund sollte es nicht egal sein, unter welchen Bedingungen an den von ihm finanzierten Einrichtungen geforscht und gelehrt wird. Er muss auf Tarifverträge pochen, auf faire Beschäftigungsbedingungen pochen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit bin ich beim letzten Punkt, beim vierten Punkt, Bildung und Wissenschaft nachhaltig finanzieren. Das ist der vierte Prüfstein der GEW für die künftige Wissenschaftspolitik des Bundes. Wir möchten, dass der Zukunftsvertrag aufgestockt und dynamisiert wird und für Dauerstellen verwendet wird. Der Zukunftsvertrag läuft auf Dauer, man muss damit Dauerstellen schaffen. Die Exzellenzstrategie sollte in einen Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft weiterentwickelt, umgewandelt werden, damit wir nicht nur wie ein Strohfeuer hier und da exzellente Forschungsprojekte fördern, sondern auch für mehr Nachhaltigkeit fordern und auf diese Weise eine Entfristungsoffensive auslösen. Wir möchten, dass die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wieder eingeführt wird, die Hochschulen jetzt so dringend brauchen, wenn Hochschulen saniert werden müssen, krisenfest gemacht werden müssen. Und wir fordern den Bund auf, in der Finanz- und Haushaltspolitik umzusteuern. Wir brauchen mehr Geld für Bildung. Das heißt aber auch, dass man an der Einnahmenseite des Bundeshaushaltes etwas verändern muss, dass wir zu einer anderen sozialgerechten Steuerpolitik kommen, die die Reichen und Superreichen zur Kasse bietet, bis hin zu einer Vermögenssteuer, die nach wie vor in Deutschland leider nicht besteht. Das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Prüfsteine der GEW für die künftige Wissenschaftspolitik des Bundes. Ich bin gespannt auf die Antworten der Abgeordneten darauf. Jetzt heißt es Farbe bekennen. Wir möchten Klartext hören, was nach dem September 2021 im Deutschen Bundestag passieren wird. In diesem Sinne übergebe ich an der Stelle jetzt an die Podiumsrunde, die professionell geleitet werden wird von Dr. Jan-Martin Viada, bekannt durch seinen Viada-Blog, den ich an der Stelle nur empfehlen kann, aber eben auch bekannt als Moderator von Podiumsdiskussionen, nicht zuletzt bei der GIW. Er ist freier Journalist
Und ich freue mich, dass wir ihn wieder gewinnen konnten für diese anspruchsvolle Aufgabe heute in einer begrenzten Zeit durch diese Debatte über 4 Prüfsteine zu führen. Danke für die Aufmerksamkeit und Sie, lieber Herr Viada, haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Keller. Meine Damen und Herren, Wissenschaftspolitik auf dem Prüfstand, Bundestagsabgeordnete im Kreuzverhör. Ein durchaus zugespitzter Titel, den sich Herr Keller und seine Kolleginnen und Kollegen da überlegt haben. Mal gucken, ob wir das mit dem Kreuzverhör jetzt so hinbekommen. Ich werde jedenfalls versuchen, meinen Teil dafür zu tun. Vor allem aber sorgt dafür auch eine Reihe von Zwischenrufern, die ich Ihnen später noch vorstellen werde. Erst einmal möchte ich Ihnen aber meine GesprächspartnerInnen vorstellen. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Stefan Kaufmann, CDU-Bundestagsabgeordneter, Wasserstoffbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Guten Tag, Herr Kaufmann. Ich begrüße Oliver Kaczmarek, Vorsitzender der AG Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfraktion und Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Hallo, Herr Kaczmarek. Hallo. Eigentlich dabei gewesen wäre heute auch Jens Brandenburg von der FDP-Fraktion, der sich leider kurzfristig entschuldigen lassen muss. Er ist im Plenum gefragt. Ich begrüße sehr herzlich für die Fraktion Die Linke Nicole Gohlke, Hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin. Herzlich, schön, dass Sie dabei sind. Und ein herzliches Willkommen an Kai Gehring, Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, bevor wir starten, meine Damen und Herren, noch eine Einladung an Sie im virtuellen Publikum. Beteiligen Sie sich gern und jederzeit mit Ihren Kommentaren und Fragen. Und zwar geht das auf 2 Arten und Weisen. Sie können sich entweder beteiligen auf der GEW-Facebook-Seite oder Sie können eine Mail schreiben. Und die E-Mail-Adresse müsste jetzt eingeblendet sein an Stefanie Sonntag. Ich sage Ihnen nochmal die E-Mail-Adresse Stefanie mit i.sonntag@gew.de. Dort können Sie Fragen hinschicken. Frau Sonntag ist Referentin beim GEW-Hauptvorstand, beobachtet die Fragen und ist nachher im letzten Drittel Ihre Publikumsanwältin, wird also dafür sorgen, dass auch Ihre Kommentare und Fragen nicht verloren gehen, sondern mit eingehen in unsere Diskussion. Jetzt steigen wir aber erstmal ein mit einer Runde maximal zweiminütiger Statements, in dem unsere Abgeordneten schon mal die Gelegenheit haben zu sagen, was ihnen in Sachen Hochschulpolitik besonders wichtig ist. Danach nehmen wir uns dann zentrale Fragen auch in Zusammenhang mit den GEW-Wahlprüfsteinen vor. Aber erst einmal die Eingangsstatements, wie gesagt, maximal 2 Minuten. Ich gucke aufs Uhr bzw. aufs Handy, stelle eine Stoppuhr und wir beginnen mit Herrn Kaufmann. Herr Kaufmann, bitteschön. Ja, vielen Dank, Herr Viada, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Universitäten und Hochschulen sind das Herzstück unseres Wissenschaftssystems. Mit der akademischen Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation und auch unseres zukünftigen Wohlstands. Und deshalb ist es für die Union ein besonders wichtiges Anliegen, für die jungen Menschen, die sich für eine akademische Ausbildung entscheiden, flächendeckend gute Studienbedingungen in unserer differenzierten Hochschullandschaft zu schaffen. Wir benötigen dafür ein Höchstmaß an Autonomie und Planungssicherheit. Und das setzt natürlich eine angemessene finanzielle Ausstattung voraus. Mit unseren Wissenschaftspaketen haben wir 2019 die Weichen gestellt für eine gute Zukunft an der deutschen Wissenschaft, Bund und Länder gemeinsam. Ein wichtiger Schritt. Ein wichtiges Instrument ist natürlich auch das BAföG, das wir jetzt nicht erst aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtes uns noch mal genau anschauen müssen. Es bietet allerdings auch in dieser Corona-Pandemie verlässliche Hilfe für Studierende. Aber es muss weiterentwickelt werden. Die niedrige Förderquote wurde angesprochen. Und deshalb will auch die Union das BAföG bedarfsorientiert, flexibel und zeitgemäß weiterentwickeln. Im Übrigen brauchen wir für unser Wissenschaftssystem kluge Köpfe. Dafür ist es natürlich entscheidend, dass die Karrierewege in der Wissenschaft attraktiv bleiben, dass sie verlässlich bleiben, und zwar in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Hochschulen und Forschungseinrichtungen und auch der Gewerkschaften natürlich gemeinsam. Wir brauchen einen Kulturwandel für Chancengerechtigkeit und mehr Vielfalt an den Universitäten. Und wir wollen natürlich auch, dass nach der Pandemie die vielen Arbeitsprozesse, die jetzt erfolgreich in den digitalen Raum verlagert wurden, an Hochschulen und Forschungseinrichtungen zukünftig ihren Platz haben. Und deshalb wollen wir natürlich auch die Chancen der Digitalisierung für die Lehre in der Zukunft nutzen. Einige wenige Schlagworte in 2 Minuten. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kaufmann, für die CDU-CSU-Fraktion. Nun ist Herr Kaczmarek an der Reihe, Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Viada, und vielen Dank für die Einladung. Ich finde das gut, dass wir jetzt über Wissenschaftspolitik sprechen, auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Und ich will mal ganz wenige Anmerkungen machen zu Beginn, vielleicht damit starten, dass die Corona-Pandemie ja doch, das ist ja ein geflügeltes Wort, viele Schwachstellen offengelegt hat. Und in den Hochschulen ist viel passiert, viel improvisiert worden, auch viel Innovatives, viel Neues passiert. Und ich glaube, wir müssen daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Aus unserer Sicht drei im Besonderen. Erstens, die Digitalisierung hat Lehre und Lernen verändert und deswegen müssen wir darauf auch reagieren mit dem Ausbau der Infrastruktur, mit digitalen Lehr- und Lernangeboten. Und ich glaube, da muss der Bund sich auch engagieren. Wir brauchen, nachdem wir für die Forschung für ein Jahrzehnt stabile Rahmenbedingungen geschaffen haben, mit dem Pakt für Forschung und Innovation beispielsweise, jetzt auch ein Jahrzehnt, wo wir die Lehre stabilisieren und in den Vordergrund stellen. Deswegen ist das eine Forderung, sicher jetzt ein Jahrzehnt der Lehre zu machen. Zweites Thema, die soziale Lage von Studierenden, ist hier angesprochen worden. Das ist etwas, was uns natürlich nicht ruhen lassen kann, wo wir auch in der Koalition, um ehrlich zu sein, an vielen Stellen einfach nicht weitergekommen sind und was ein Beleg dafür ist, wenn wir ein stabiles, ein neues BAföG haben wollen, dann brauchen wir auch eine progressive Regierungsmehrheit und am liebsten natürlich mit der SPD an der Stelle. Und das Letzte, Wissenschaft wird für Zukunftsaufgaben gebraucht. In der Wissenschaft entscheidet sich, welche Antworten wir geben auf die großen Menschheitsherausforderungen. Die Pandemie ist eine solche Menschheitsherausforderung und mit Wissenschaft ist der Ausweg gelungen oder der Ausweg sichtbar über das Impfen beispielsweise in einer Geschwindigkeit, die ich auch gar nicht für möglich gehalten hätte. Und deswegen müssen wir auch die großen Finanzströme, die Rahmenbedingungen so steuern, dass Wissenschaft und Forschung im nächsten Jahrzehnt eben auch diesen Beitrag zur Lösung der großen Menschheitsfragen beitragen kann. Da brauchen wir die Wissenschaft und wir brauchen eine freie Wissenschaft und eine Wissenschaft in Wissenschaftsfreiheit. So viel vielleicht zum Beginn. Ganz herzlichen Dank, Herr Kaczmarek. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke und zu Nicole Gohlke. Bitte schön. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich fange mal so an, trotz aller Innovationen und Neuerungen, die es im Hochschulsystem gegeben hat, auch der positiven Entwicklungen und die natürlich jetzt sozusagen die große Koalition, die Vertreter der Großen Koalition besonders hervorgehoben haben, bleibt ja eins zu konstatieren, das Hochschulsystem ist weiterhin sehr unterfinanziert. In den letzten Jahrzehnten hat die öffentliche Hand es einfach versäumt und eben auch der Bund allen voran, genug Geld in die Hand zu nehmen, um für genug Studienplätze, für gute Studien- und Beschäftigungsbedingungen in der Breite zu sorgen. Und eben auch um wichtige Investitionen für die Zukunft vorzunehmen, wie die digitale Infrastruktur, die Weiterqualifizierung der Lehrenden, aber eben auch Investitionen in die soziale Infrastruktur der Hochschulen, Wohnheimplätze, Mensen, die Neubau und die Sanierung von Gebäuden. Und am Ende führt dieser Zustand eben vor allem zu einem, nämlich einer sich vertiefenden sozialen Spaltung auch an den Hochschulen, weil nämlich vor allem diejenigen auf der Strecke bleiben, die, sage ich mal, sich den Weg an die Hochschulen sowieso schon erkämpfen mussten. Und es führt auch dazu, dass ganze Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit prekärer Beschäftigung, mit mangelnden beruflichen Perspektiven zu kämpfen haben. Das ist etwas, was Wissenschaft als Ganzes schwächt. Und ich finde, es geht jetzt um nichts Geringeres als um wirklich einen Systemwechsel in der Hochschulpolitik, weg von der neoliberalen Denke hin zu einer bedarfsgerechten Ausfinanzierung der Hochschulen. Es braucht außerdem ein viel stärkeres Engagement des Bundes, der endlich auch wirklich eine aktiv gestaltende Rolle in diesem Prozess einnehmen muss und sich von der Rolle als Moderator, die er jetzt viele Jahre innehatte, zurückziehen muss. Im Sinne von guter Beschäftigung und Wissenschaft für alle. Herzlichen Dank, Frau Gohlke. Kai Gehring von Bündnis 90 Die Grünen, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass die GEW Hochschul- und Wissenschaftspolitik auch zu einem Wahlkampfthema machen möchte und danke für diese Veranstaltung heute. Corona hat wirklich die Schwachstellen des Hochschul- und Bildungssystems gnadenlos offengelegt. Aus Corona darf jetzt keine Bildungskrise erwachsen und deswegen wünsche ich mir nach dem 26.09. einen Aufbruch für Chancen für alle. Es ist sehr deutlich geworden, wie systemrelevant, gesellschaftsrelevant und innovationsrelevant unsere Hochschulen und unsere Wissenschaft ist und sind. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir Bildung als eine gesamtstaatliche Aufgabe begreifen. Es funktioniert nicht, einseitig auf einen Akteur zu zeigen, nach dem Motto, die Länder sollen mal, sondern was an Vorsorge nicht funktioniert, muss der Bund dann auch über die Sozialsysteme richten. Und deshalb ist mir sehr, sehr wichtig, dass es eine sehr gute Bund-Länder-Kooperation für bessere Bildung und gute Hochschulen in diesem Land gibt. An der Stelle, wo der Bund liefern kann, hat die Große Koalition nicht geliefert. 100% Zuständigkeit für die Studienfinanzierung
Und das BAföG liegt leider auf einem Allzeittief und Karlsruhe muss jetzt prüfen, ob die Berechnung der Sätze verfassungswidrig ist. Wenn 89% kein BAföG mehr erhalten, dann ist das ein Riesenproblem für Bildungsgerechtigkeit. Die Wissenschaftspakte sind wichtig, aber wir müssen insgesamt die Grundfinanzierung der Hochschulen stärken. Wir brauchen gute Arbeit in der Wissenschaft. Dazu gehört Entfristung, aber auch Chancengerechtigkeit für alle Geschlechter und Diversity. Und wir müssen zu einer auskömmlichen Finanzierung kommen. Es gibt auch noch vernachlässigte Felder, ganz kurz, Klimaneutralität, die Frage von Wissenschaftsfreiheit und Internationalisierung. Das gehört aus meiner Sicht auch noch viel stärker in den Blick. Ganz herzlichen Dank, Herr Gehring. Ja, jetzt haben wir ein erstes Plädoyer von allen vier Abgeordneten hier vor Ort gehört. Das war jetzt der einfache Teil für die vier, weil jetzt konnten sie einfach sagen, was sie sagen wollten. Jetzt werden wir natürlich im weiteren Teil der Veranstaltung die vier noch ein bisschen mehr fordern. Und wir, das bin nicht nur ich, das sind vier Zwischenrufer, Zwischenruferinnen, die jetzt nach und nach auftreten, jeweils einen hochschulpolitischen Impuls liefern, orientiert an den GEW-Wahlprüfstein. Vier Anlässe zum Diskutieren und zum Positionen beziehen. Und den ersten Impuls, den ersten Zwischenruf liefert uns jetzt Iris Kimisoglu. Kommen Sie doch mal zu mir in die Mitte. Hallo Frau Kimisoglu. Ich glaube, wir schauen in die Kamera zusammen. Sie sind Mitglied des Vorstandes des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften. Sie studieren auf Master Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung an der Universität Duisburg-Essen. Und Ihr Thema: Corona-Campus, Lehre und Studium krisenfest machen. Was fordern Sie, Frau Kimisoglu? Ich glaube, was sich in Corona-Zeiten sehr stark gezeigt hat, ist, dass an den Hochschulen seit langer Zeit Konzepte fehlen. Und zwar Konzepte vor allem auch für die Lehre. In Zeiten, in denen es vor allem darum geht, dass ProfessorInnen und Dozierende danach gewählt werden, welche Forschungsgelder sie eintreiben und nicht darauf geachtet wird, wie gut sie denn in der Lehre sind, hat sich nun eben gezeigt, in Sachen Digitalisierung gibt es gar keine Konzepte und die LehrerInnenbildung befindet sich schon in einer Krise, wie es vorhin schon kurz angedeutet wurde. Und andererseits hat sich auch gezeigt, dort, wo Mitbestimmung gelobt wird an den Hochschulen, sind die Hochschulen besser durch die Krise gekommen, denn sie haben die Impulse der Studierendenschaft, der Promovierenden und sonstigen Angestellten mit einbezogen und nicht einfach top-down Dinge entschieden, die vielleicht gar nicht das Beste für die Hochschule waren. Wie haben Sie konkret auch als Studierende die Krise erlebt, die Corona-Krise, die Lehre in der Corona-Krise? Wie haben Sie die persönlich erlebt? Es gab diejenigen Lehrenden, die sich sehr bemüht haben, die sich versucht haben einzulesen, die versucht haben, auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen. Aber es gab auch diejenigen, die sich sehr schwer damit getan haben. Besonders gut war es dort, wo Dozierende realisiert haben, dass es Studierende gibt, die Benachteiligungen erfahren, die vielleicht nicht genauso Teilhabe erfahren an den Hochschulen wie ihre Kommilitoninnen. Was ein großes Problem war, war auf jeden Fall die psychische Belastung, denn wir sitzen seit nicht ganz anderthalb Jahren zu Hause allein vor dem PC. Wir haben keine Arbeitsräume außerhalb unserer Studizimmer. Und die Qualität des Studiums und unserer Selbstentfaltung im Studium hat auf jeden Fall gelitten. Und das kann ich für mich auch so bestätigen. Ist die Hochschulpolitik auf dem falschen Fuß erwischt worden durch die Krise? Es war ja keine Überraschung. Also es sollte niemanden verwundern, dass die Hochschulen nur gerade so durch die Krise gekommen sind. Denn die Missstände an den Hochschulen, die auch seitens der Politik produziert wurden über die letzten 20 Jahre, die sind ja schon lange bekannt. Sie werden jetzt nur besonders deutlich. Sie werden besonders deutlich. Welche Missstände sind das? Sind das vor allem die finanziellen oder ist es auch eine Frage von grundsätzlicher Wertschätzung? Sie haben eben gesagt, Forschung zählt vor allem. Wann zählt die Lehre mehr? Wie ändert man sowas mit Wertschätzung? Also vielleicht zur Finanzierung kurz. Das ist natürlich das A und O. Wenn ich keine Gelder habe, kann ich mich auch nicht zusätzlichen Dingen widmen, sondern fokussiere mich eben auf das, was besonders drängend gerade ist. Aber natürlich, das Thema Kulturwandel an Hochschulen ist hier auch ein sehr großes. Solange wir eben einer Logik folgen, die kompetitiv ist, in der es darum geht, möglichst einen hohen Status auch im Internationalen zu haben und nicht darum geht, dass wir Lehre wollen und Bildung wollen, die gesamtgesellschaftlich getragen wird,
wird sich auch nicht viel ändern. Und diesen Kulturwandel brauchen wir auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Frau Kemisoglu. Dann gehe ich jetzt wieder auf den Platz zurück, schaue in die Runde der Abgeordneten und würde sagen, eine erste Reaktion, Herr Kaufmann, das ist ja doch irgendwie so, wenn man mit den Studierenden redet, dass sie den Eindruck haben, sie sind in der Krise so ein bisschen vergessen worden. Das hört man immer wieder. Das Stichwort Überbrückungshilfe ist vorhin schon gefallen. Auch das Stichwort Öffnungen übrigens jetzt. Wenn man sich anschaut in den Bund-Länder-Corona-Beschlüssen, kamen die Hochschulen mal so in einer Fußnote vor und dann kamen sie monatelang gar nicht vor. Hat das nicht was damit zu tun, dass die Politik, auch die Bundespolitik, sich irgendwie nicht unbedingt besonders bei den Hochschulen, bei der Hochschulfinanzierung, bei all diesen Themen hervorgetan hat, Herr Kaufmann? Naja, also wir haben schon sehr früh die soziale Situation auch der Studierenden in den Blick genommen, haben ja sehr früh dieses Überbrückungshilfenpaket geschnürt mit Kreditmöglichkeiten, mit Zuschüssen. Das hat ein bisschen gedauert, bis es dann installiert war, aber also das hat man jedenfalls sehr früh in den Blick genommen. Was man in der Tat jetzt ein bisschen weniger in den Blick genommen hat, ist jetzt auch das Thema Öffnung der Hochschulen. Natürlich, das ist kein Bundesthema, das ist Sache der Länder. Das ist ein Punkt, der tatsächlich etwas zu kurz gekommen ist. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die digitale Lehre schon in vielen Hochschulen viel besser funktioniert hat, als man sich das hat vorstellen können. Deshalb haben wir, glaube ich, in der Debatte jetzt nicht den Druck auch auf die Bundespolitik gehabt, wie es jetzt bei der Schulöffnung ist, ne, wo ja auch wirklich ein großer Druck war, Richtung Bund für Vereinheitlichung zu sorgen, wo wir einfach auch gefordert waren, immer wieder zu sagen, ja, wie sieht es denn jetzt aus, was machen die Länder? Das haben wir tatsächlich in der Hochschule nicht gehabt, die Debatte. Aber ansonsten, was die soziale Situation angeht, haben wir schon vieles geregelt. Auch die Länder haben ja geregelt, dass die BAföG-Regelstudienzeit dann verlängert wird, pandemiebedingt und diese Dinge. Also wo wir jetzt was machen konnten, auch als BMBF, auch als Fördereinrichtungen, um die Befristungen zu verlängern, da ist schon einiges passiert. Also das möchte ich jetzt nicht kleinreden, aber natürlich, wenn man jetzt mit den Studierenden persönlich redet, gibt es natürlich auch viele sehr schwierige Situationen, die wir jetzt nicht abbilden können. Noch kurz Nachfrage, wo müssen Sie jetzt ran nach der Wahl? Wo muss man jetzt ran als Bund? Wir überlegen schon Instrumente, wie wir jetzt auch gerade bei sozialen Härten, die jetzt vielleicht auch nicht nur Corona-bedingt sind, im BAföG oder vielleicht auch außerhalb des BAföGs nochmal eine Regelung schafft für eine Krisensituation, damit wir eben nicht erst wieder neu anfangen müssen, so ein Instrument aufzusetzen. Und eben auch die Frage, das hat ja auch die Pandemie jetzt gezeigt, dass viele Studierende zwar in einer Notlage sind, die aber nicht pandemiebedingt ist und deshalb eben auch nicht in diese Hilfen reingekommen sind. Also da ist sicherlich ein Punkt, wo man auch innerhalb des BAföG und gegebenenfalls auch mit einem separaten Instrument nochmal nachbessern sollte. Herzlichen Dank. Und die Anpassung der BAföG Förderhöchstdauer an die neue Lebenswirklichkeit. Das habe ich ja angesprochen. Ich glaube, da sollte man bei einer nächsten Novelle auch nochmal ran. Zum Thema BAföG kommen wir nachher sowieso nochmal ausführlicher. Ganz herzlichen Dank erstmal, Herr Kaczmarek. Sie haben das vorhin so schön gesagt, jetzt muss mal ein Jahrzehnt der Lehre herkommen. Ist natürlich schmissig formuliert, Herr Kaczmarek. Also das ist schon mal gut. Aber was heißt denn das praktisch? Was wollen Sie denn anders machen? Immerhin war jetzt die SPD ja auch etliche Jahre in der Bundespolitik in der Verantwortung. Zwar nicht in dem Ministerium, aber immerhin als Koalitionspartner. Ja, und da haben wir auch eine ganze Menge erreicht unter den Mehrheitsbedingungen, wie wir sie im Bundestag vorgefunden haben. Ich will vielleicht noch mal zu Ihrer Ausgangsfrage kurz sagen, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass die Hochschulen auch in der ganzen Pandemiediskussion eine wichtigere Rolle gespielt hätten, auch die soziale Lage von Studierenden. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir in der Koalition einen Dissens darüber hatten, ob wir das BAföG öffnen in der Pandemie für die, die ihren Job verlieren. Insofern hätte ich mir da schon auch von der Hausspitze, von der Ministerin mehr Engagement, mehr Empathie für die Lage von Studierenden und für die Hochschulen gewünscht. Ich habe viele Interviews gelesen zur Schule und so weiter, wenig zur Hochschule. Zu Ihrer Frage, was muss man tun? Ich glaube, es gibt zwei wesentliche Punkte. Und das mit dem Jahrzehnt der Lehre ist nicht so dahergesagt, sondern ich glaube tatsächlich, wir müssen die Balance zwischen Forschung und Lehre auch wieder ein bisschen neu justieren. Wir haben ja Programme und Möglichkeiten, auch als Bund zu steuern. Wir haben den Qualitätspakt Lehre in Innovation der Lehre überführt. Das ist natürlich ein Packende, wo man auch skalieren kann, wo man es auch größer aufstellen kann. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, dass wir die Möglichkeiten für digital unterstützte Lehre auch als Bund mit unterstützen. Wir haben den Vorschlag aufgegriffen, den auch die EFI-Kommission gemacht hat, eine Digitalisierungspauschale
einzuführen, um die Infrastruktur an den Hochschulen aufzubauen, aber auch um digitale Lehr- und Lernangebote aufzubauen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist ein Punkt, an dem wir jetzt auch in der jetzigen Koalition an der Stelle nicht weitergekommen sind. Aber das ist, glaube ich, wesentlich, dass wir sagen, wir haben die Forschung gut aufgestellt und wir haben die Lehre jetzt in der nächsten Wahlperiode in besonderer Weise im Fokus. Jetzt ist es so, das Thema Aufwertung der Lehre ist eins, was es schon sehr lange gibt an den Hochschulen. Inwiefern kann man denn da auch durch die Bundespolitik vielleicht auch noch mal Anreize setzen, dass zum Beispiel Karrieren auch sich Richtung Lehre entwickeln von WissenschaftlerInnen? Im Augenblick lohnt sich ja eigentlich nur die Forschung, wenn man Karriere machen möchte. Ja, das ist richtig. Und deswegen ist auch zum Beispiel die Frage, ob man nicht Drittmittel, die größeren Bezug auf Lehre haben, stärker ausbringt. Dass man eben dort auch einen Schwerpunkt setzt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in der Lehre betätigen können. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den man mit den Ländern verhandeln muss. Ich glaube, grundsätzlich geht es darum, dass man auch ein politisches Klima dafür schafft, dass Lehre einen größeren Stellenwert hat und damit auch konkrete Instrumente verbindet. Wie gesagt, die Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen. Wir wollen kein viertes Digitalsemester, alle sollen wieder an den Campus zurückkehren. Aber digital unterstütztes Lernen bleibt und deswegen ist die Digitalisierungspauschale pro Studierenden auch eine Sache, auf die sich Bund und Länder verständigen sollten. Ganz herzlichen Dank. Frau Gohlke, wenn wir jetzt die neue Legislaturperiode gucken, was können, was würden, was müssen wir im Bund anders machen als bislang, wenn es um Studium und Lehre geht? Also ich habe ja eingangs schon gesagt, ich wünsche mir eigentlich vom Bund in Sachen Wissenschaftspolitik, Hochschulpolitik ein viel stärkeres Engagement. Ich finde, aus dieser Rolle befreit er sich nur ganz, ganz langsam und noch lange nicht genug. Dass er wirklich sozusagen ein aktiver Gestalter auch dabei wird. Ich finde sozusagen, man hat an allen Ecken und Enden gemerkt, dass er das eben nicht ist, dass er diese Rolle nicht hat. Jetzt sozusagen bei allen Infektionsschutzgesetzen, bei der Bundesnotbremse, tauchten die Hochschulen erstmal überhaupt nicht auf. Also die wurden da ja immer nachträglich irgendwie dann noch so mit reingedrückt. Ja, gestern haben wir das erste Mal dann bei der beim Infektionsschutzgesetz nochmal darüber gesprochen, was das eigentlich auch für Hochschulen bedeutet. Ich finde, da hat sich die Regierung auch immer einen ziemlich schlanken Fuß gemacht und indem sie immer auf die Länder verwiesen hat. Sie hat ja dann sozusagen in vielen anderen Bereichen erkannt, dass eine Bundesnotbremse notwendig ist, dass es bundeseinheitliche Regelungen braucht. Warum genau für den Bereich, wo 3,7 Millionen Menschen studieren und arbeiten, für den Bereich nicht, das hat sich mir wirklich nicht erschlossen. Und das zeigt, das ist eben für mich symptomatisch für das Rangehen, sozusagen auch dieser Ministerin an diesen Bereich. Ich persönlich war geschockt in der Pandemie über dieses Nicht-Engagement der Regierung und vor allem der Ministerin. Das fand ich einfach krass. Ich habe Ministerin Karliczek wirklich als die Ministerin mit dem geringsten Tatendrang und ein Stück weit auch als die Ministerin mit der wenigsten Empathie für die Menschen, für die sie eigentlich Politik machen soll, wahrgenommen. Das wurde ja sozusagen alles von außen an sie rangetragen, hat dann immer alles Wochen und Monate gedauert, bis das überhaupt irgendwie bei ihr angekommen ist. Und ehrlich gesagt, sie hat alle Forderungen, die gerade die aus der Studierendenschaft, von Gewerkschaften und so weiter, aber auch sogar von Hochschulrektorinnen und so weiter an sie herangetragen wurden, die wurden in den Wind geschlagen. Man muss einfach sagen, also ich hatte das Gefühl, diese Hilfsmaßnahmen waren derart fehlkonzipiert und sie sind es ja immer noch, dass man eigentlich manchmal das Gefühl hatte, man wollte überhaupt nicht helfen. Also es wurde mal von einem Studierenden ja prägnant auf den Punkt gebracht zu sagen, naja, entweder die Hilfsmaßnahmen sind entweder ein Leben unterhalb der Armutsgrenze, Studienabbruch oder Verschuldung. Und das sind einfach keine Hilfsmaßnahmen, das ist auch keine Hilfe. Was heißt denn umgekehrt, wenn Sie sagen, empathisch Lehre und Studium krisenfest machen, nach vorne geblickt, wie würden Sie es machen? Was ich total wichtig finde, ist, jetzt wird zum Beispiel viel über Lehrer gesprochen. Da sind wir uns, glaube ich, auch tatsächlich in dieser Runde völlig einig, dass die einen größeren Stellenwert braucht. Die Frage ist nur, wie buchstabieren wir das dann aus? Ich bin auch dabei, dass Digitalisierung, ein Hochschuldigitalpakt vielleicht her muss, sozusagen, dass das auch einen größeren Stellenwert braucht. Aber am Ende steht doch die Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die Lehre betreiben? So, und wenn ich mir anschaue, dass auch jetzt nach wie vor digitale Lernformate, andere Lehrformate auch von Lehrbeauftragten weggeschleppt werden, die noch nicht mal einen festen Vertrag haben. Das finde ich ein Armutszeugnis. Und ich verstehe nicht, wie man da über ein Jahrzehnt zugucken kann. Und ich wünsche mir da vor allem
mal eine Initiative des Bundes wirklich für die Schaffung und für die Entfristung von Stellen. Das scheint mir das Relevante zu sein, weil darüber bekomme ich die Lehre aufgewertet, nicht indem ich sozusagen noch ein Programmchen sozusagen auflege, was dann aber an der Oberfläche verbleibt und das, diese wichtige Frage der Beschäftigung und der Arbeitsverhältnisse derer, die die Lehre betreiben und machen, gar nicht in den Blick zu nehmen. Auch da kann ich ja versprechen, darüber reden wir nachher auch noch mal genau über diesen Punkt. Dauerstellen für Daueraufgaben ist nachher noch ein Stichwort. Ganz herzlichen Dank erst einmal. Die Rolle ist eben, die Frage ist, wie können wir die Rolle der Lehre aufwerten? Herr Gehring, wie können wir Studierenden und Studierenden klar machen, ja, die Lehre spielt eine wichtige Rolle und ist ebenbürtig mit der Forschung. Was muss passieren, damit das so ist? Also ich finde erstmal, dass sich Hochschulpolitik noch stärker daran messen lassen muss, wie wir die soziale Lage der Studierenden verbessern, um für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen und aus Studienanfängerinnen und Anfänger Absolventinnen und Absolventen zu machen. Ich fand das hochdramatisch, wie viel einerseits die Hochschulen jetzt in der Pandemie geleistet haben. Die sind vielerorts über sich hinausgewachsen. Und andererseits, wie sie dann doch vernachlässigt worden sind bei den Beschlüssen der Ministerpräsidentinnenkonferenz und eben auch bei der Bundesnotbremse, wo man jetzt am Ende noch gleichgestellt wurde mit den Schulen. Da gab es jetzt die Korrektur, sodass damit auch Studium in diesen Krisenzeiten möglich sein kann. Wir haben über viele Strukturprobleme sind jetzt sichtbar geworden und deshalb würde ich nach vorne deutlich machen wollen, dass wir eine Investitionsoffensive brauchen für die digitale Infrastruktur und insgesamt für gute Lehre. Und bei der guten Lehre dann natürlich auch, was die digitale Didaktik angeht. Ich glaube, wir brauchen insgesamt zukunftsfeste Infrastrukturen an den Hochschulen, auch etwas, wo Bund und Länder sich drum kümmern müssen. Da ist vieles, was die GEW vorschlägt, auch eine Blaupause, Stichwort Hochschulsozialpakt. Das heißt, man muss sozial, baulich und digital hier nochmal ordentlich nachlegen. Dazu gehört für mich auch eine Offensive beispielsweise für studentisches Wohnen. Ich will zur sozialen Lage nochmal sagen, dass mich das beunruhigt, dass jetzt eigentlich erstmals wieder ein Rückgang von Nicht-Akademiker-Kindern zu verzeichnen ist. Und das liegt auch natürlich an den Krisenzeiten. Diese Überbrückungshilfe war aber aus meiner Sicht wirklich unterlassene Hilfeleistung. Zum einen mit dem Zuschuss, der viel zu bürokratisch war und zum anderen eben mit dem KfW-Studienkredit, der schlecht für die Studis, aber gut für die Bank war und wo man so Tilgungsraten hat, dass das eine Verschuldung ist, die unverantwortlich ist. Und deshalb gehört all das zusammengenommen zu einem besseren Studium. Und ich fand das sehr gut, dass die Studentin eben auch gesagt hat, guckt mal auf die studentische Beteiligung. Denn ich finde, dass auch alle Statusgruppen auf dem Hochschulcampus zu Wort kommen müssen. Ganz herzlichen Dank. Ich will noch eine Nachfrage an Herrn Kaufmann stellen. Das Stichwort Überbrückungshilfe ist eins, was immer wieder Kritik findet oder wo die Überbrückungshilfe Kritik findet. Das andere ist, dass es letztes Jahr die Anstrengung aus den Ländern gab, einen Digitalpakt Hochschule hinzubekommen. Der ist von der Bundesbildungs- oder Forschungsministerin abgelehnt worden. Zu Recht abgelehnt worden, Herr Kaufmann? Naja, wir müssen halt schon schauen, was ist jetzt eben Aufgabe des Bundes und was ist Aufgabe der Länder. Darüber diskutieren wir ja heute. Und Frau Kollegin Golke beispielsweise möchte natürlich dem Bund jeden Schuh anziehen. Und wir haben aber eine klare verfassungsrechtliche Zuständigkeit der Hochschulen, der Länder für die Hochschulen. Also man muss schon schauen, wir haben jetzt den Digitalpakt für die Schulen gemacht, mit 5 Milliarden nochmal um 1,5 Milliarden aufgestockt. Also irgendwann sind natürlich auch mal beim Bund Kapazitätsgrenzen und dann muss man eben über ganz grundsätzliche Föderalismusreformen diskutieren. Aber jetzt jede Aufgabe an uns zu ziehen, nur weil es die Länder nicht auf die Reihe bekommen, also das kann auch keine Bildungspolitik sein. Also wir können natürlich alles zu einer Bundes- oder Gemeinschaftsaufgabe machen, aber dann müssen wir halt eine grundlegende Verfassungsreform machen. Also von daher, ich möchte einfach noch sagen, Frau Golke, also ich weiß jetzt nicht, ob Empathie eine politische Kategorie ist. Ja? Also ich finde, gerade bei den Schülern hat die Ministerin schon sehr deutlich gemacht, dass sie da auch wirklich Lösungen erwartet. Aber sich natürlich auch für etwas, also ein Problem sozusagen zu widmen, das man dann nicht lösen kann. Und so ist ja ein bisschen bei den Hochschulen. Ne? Ist ja auch schwierig, oder zu suggerieren, man könnte jetzt die Öffnung der Hochschulen sozusagen von Bundesebene. Ja gut,
Ja, aber jetzt ging es ja um das Thema Öffnung der Hochschulen und Notbremsen und so weiter. Also ich will nur sagen, also Empathie alleine hilft dann auch nicht als Kategorie politischen Handelns. Wir müssen Probleme lösen. Wir haben jetzt mit diesen Überbrückungshilfen, mit den Zuschüssen, den Instrumenten an die Hand gegeben. Im Übrigen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, im April sind, glaube ich, 36.000 Anträge gestellt worden auf Zuschüsse. Von denen sind schon 21.000 bewilligt worden. Durchschnittlich knapp 500 Euro ist ja auch was. Und übrigens auch die Kredite haben immerhin, glaube ich, 1,6 Milliarden jetzt sind ausgezahlt worden. Also es scheint jedenfalls ein Instrument, das nachgefragt wird. Jetzt kann man das kritisieren als unterlassene Hilfeleistung, aber jedenfalls, es ist angenommen worden, dieses Instrument. Ja. Kurze Replik nochmal von Frau Gohlke und dann gehen wir in die zweite Runde. Also ich sozusagen, ich meine, wir streiten da ja jetzt schon seit vielen Jahren drum, ne? Und immer sozusagen an der Stelle, wo ich sage, jetzt könnte der Bund mal was machen und eingreifen, sagen Sie, ja, aber er darf doch gar nicht. Ich will an der Stelle nur einfach mal darauf hinweisen, Sie haben ja diesen Zustand erst mal selber geschaffen. Ich bringe mal beispielhaft herbei das Beispiel Hochschulbau. Also sozusagen, Sie haben mit Ihren Mehrheiten damals im Bundestag dafür gesorgt, dass der Hochschulbau, der vorher als gemeinsame Bund-Länder-Aufgabe wunderbar funktioniert hat, dass der sozusagen einseitig in die Verantwortung der Länder übergegangen ist und seither eigentlich nicht mehr richtig gestemmt wird. Und alle Initiativen, die wir seither versuchen, das wieder rückgängig zu machen, um zu sagen, wir müssen doch irgendwie die Hochschulbauten auf den Stand bringen, dass da vielleicht, also dass zum Beispiel gerade die digitale Infrastruktur, Barrierefreiheit und andere Fragen irgendwie auf dem neuesten Stand sind, da sagen Sie, nein, das ist nicht unsere Zuständigkeit. Und das ist ehrlich gesagt dann einfach, wie soll ich sagen, damit machen Sie sich einen schlanken Fuß, Sie entziehen sich aber eigentlich der politischen Verantwortung. Und beim Thema BAföG hätten Sie natürlich jede Möglichkeit gehabt. Das ist Ihre Zuständigkeit und Sie haben sie nicht genutzt. Und zum Thema BAföG kommen wir jetzt. Ich wollte nur gerade sagen, Herr Kaufmann sagte gerade, das ist vor Ihrer Zeit gewesen. Das Schöne ist ja, jetzt kommt ja eine neue Legislaturperiode. Das heißt, viele Möglichkeiten, die man auch, wo man Sachen in Angriff nehmen kann, wenn man das möchte. Eins der Themen ist sicherlich BAföG. Und zum BAföG, 50 Jahre BAföG, haben wir jetzt auch wieder einen Impuls. Der wird jetzt online zugeschaltet. Rolf-Dieter Postler, Präsident des Deutschen Studentenwerks, Ökonom, 15 Jahre lang. Hallo, Herr Postlepp, waren Sie Präsident der Universität Kassel. 50 Jahre BAföG, Ausbildungsförderung strukturell erneuern. Jetzt haben Sie ja die Steilvorlage schlecht hinbekommen gestern, Herr Postlepp, für Ihr Plädoyer heute. Das kann man so sagen. Ich will dazu aber auch gleich sagen, ich bin dankbar, dass die GEW mit ihren Forderungen fast deckungsgleich ist mit dem, was wir als DSW, als Deutsches Studentenwerk, seit langem fordern. Und ich bin auch dankbar, dass die Hochschulrektorenkonferenz in ihrer letzten Mitgliederversammlung sich vielen unserer Forderungen unmittelbar angeschlossen hat. Also, wir brauchen dringend eine strukturelle Reform des BAföG. Die quantitativen Dimensionen, die sind ja jetzt durch das Bundesverwaltungsgericht schon mal ein bisschen sozusagen zurückgerückt worden. Aber wir brauchen wirklich die Anpassung des BAföG an die Lebens- und Studienrealität. Das ist überfällig. Seit langem fordern wir das. Gucken Sie an die Förderungshöchstdauer, an der Regelstudienzeit zu orientieren. Wenn nur noch 37% der Studierenden überhaupt in der Regelstudienzeit studieren, das kann doch nicht gemeint sein. Oder die Altersgrenzen, die es gibt, wo man genau weiß, dass sich die Wege zum Studium in den letzten 10, 20 Jahren vollkommen geändert haben, dass die Anfänger älter werden, das geht nicht. Oder was ein wirklich wichtiger Punkt ist, zurück zum Vollzuschuss. Das ist natürlich ein umstrittener Punkt. Der kostet auch Geld. Aber in der Überzeugung, dass vieles, was nun sozusagen passiert, dadurch, dass die Geförderten zurückgehen auf nur noch 489.000, seit jetzt mehreren Jahren die politische Forderung da ist, es sollen 100.000 mehr werden, es funktioniert nicht. Das hat was damit zu tun, dass wir einen Teil des BAföG kreditär finanzieren. Da müsste man wirklich sich überlegen, wie man da zum Vollzuschuss. Eine Rückfrage, wenn ich eine Frage zwischendurch stellen kann. Sie haben gesagt, es wird immer versucht, dass mehr Studierende BAföG beziehen. Es ist immer versprochen worden, dass es mehr werden durch die verschiedenen Reformschritte. Jetzt sagt die Bundesbildungsministerin, naja, das liegt zu einem guten Teil daran, den Leuten geht es sehr gut. Die Familien verdienen zu viel. Und das sei doch eigentlich auch ein Zeichen einer guten Situation, wenn nicht so viele Leute BAföG brauchen. Was antworten Sie dann? Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich mir die Daten des Statistischen Bundesamts angucke, dann will ich nur mal eine Zahl nennen. 13,2 Millionen Menschen in Deutschland verfügen über weniger als 1.074 Euro im Monat. Das heißt eigentlich, die Armut frisst sich mittlerweile durchaus in die Mitte der Gesellschaft
Und insofern kann ich nicht nachvollziehen, warum hier sozusagen der Teil, den man ja im Auge hatte, die Mitte der Gesellschaft, der untere Teil der Mitte der Gesellschaft, warum man jetzt sagt, denen geht es auf einmal so gut, dass sie es gar nicht mehr brauchen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Einkommens- und Vermögensverteilung hat sich ja auch nicht verändert. Und überdies jetzt diese Corona-Zeit wird noch mal ein Stück weit in diese Richtung das Thema dramatisieren, glaube ich. Sind Sie optimistisch, dass Ihre Botschaft jetzt in der Politik ankommt? Wenn ich jetzt gleich rückfragen werde, haben Sie das Gefühl, die haben das jetzt kapiert, dass es Zeit ist für eine große BAföG-Reform? Ich bin ehrlich gesagt wirklich jetzt etwas optimistischer, zumal jetzt das Bundesverwaltungsgericht nochmal diese Unterstützung gegeben hat. Das haben wir ja schon lange gesagt, dass der Grundbedarf im BAföG endlich mal empirisch sauber ermittelt werden muss und dann sozusagen in größeren Abständen überprüft werden muss. Das haben wir immer gesagt. Der Verdacht, dass da 200 bis 300 € oder zumindest 200 € zu wenig im Grundbedarf angesetzt wird, den formulieren wir seit vielen Jahren. Insofern also, ich bin optimistisch mit Unterstützung des Gerichts, aber jetzt auch, sagen wir mal, der Erkenntnis, was wirklich an den Hochschulen zurzeit passiert. Corona deckt da manches wirklich noch mal deutlich auf. Bin ich optimistischer, dass mehr passiert, zumindest als in der Vergangenheit. Ganz herzlichen Dank. Und damit gehen wir zurück in die Runde. Kai Gehring, Sie haben gestern gleich getwittert, als die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kam. Was haben Sie denn da getwittert? Jetzt sagen Sie nicht, Sie twittern so viel, Sie wissen es nicht mehr. Nein. Also ich finde das richtig gut, dass Karlsruhe jetzt mal draufschauen muss, ob das BAföG in dieser Form verfassungsgetreu ist oder verfassungswidrig. Weil der Grundbedarf, der angesprochen wurde, und das Existenzminimum, das darf doch nicht gerissen werden. Wir sind in einer Situation, wo 89% der Studis kein BAföG mehr erhalten. Insofern bin ich mit Keller da komplett einig, dass das ein Allzeittief ist und hochproblematisch. Die unterlassene Hilfeleistung jetzt gerade durch die Überbrückungshilfe ist schon deutlich geworden. Und wir müssen da jetzt endlich mal nach vorne kommen und nach vorne denken. Bei uns Grünen ist Vollzuschuss seit vielen Jahren Programm. Und wir haben die Grundsicherung für Studierende und Auszubildende vorgeschlagen, wo wir einen Garantiebetrag für alle elternunabhängig finanzieren wollen und einen Bedarfszuschuss, der eben nach Bedarf ausgezahlt wird, plus eine ortsabhängige Wohngeldpauschale. Das heißt, man kommt mit diesen drei Bausteinen über höhere Beträge als beim jetzigen BAföG-Höchstsatz. Und das wäre eine wichtige Reform. Auf jeden Fall muss man jetzt die Dynamik nutzen und die Chance auch wirklich einlochen, dass man einen Neustart für das BAföG hinkriegt. Mhm. Denn mit den Studienkrediten ist es hochproblematisch und die Stipendien sind auch noch nicht so, wie man sie braucht. Mhm. Was Sie vorschlagen, ist ja wirklich eine komplette strukturelle Veränderung, wenn man elternunabhängig auch dann fördert. Haben wir zu lange an so einem traditionellen Bild festgehalten, Einkommen der Eltern entscheidet? Ich glaube ja. Und deshalb fordern wir seit vielen Jahren da auch ein Mischmodell aus elternunabhängig und bedarfsabhängig. Und das kann eben Schritt zur vollständigen Elternunabhängigkeit sein. Mhm. Das ist eben auch ein großes Rad, was dann da zu drehen ist. Aber unter einer Strukturreform ist es jetzt nicht mehr zu machen, weil das Existenzminimum und der Grundbedarf nicht sauber gesichert ist. Mhm. Ich will Karlsruhe da jetzt nicht vorgreifen, aber es ist ja eine politische Führungsaufgabe. Und das hat eben beim BMBF jetzt in den letzten Jahren auch gefehlt. Es ist eine Frage politischer Führung, ob man das BAföG, ob man die Studienfinanzierung auch in seinem politischen Handeln priorisiert. Und das hat Frau Karliczek nicht hinbekommen. Interessant wird ja sein, ob möglicherweise eine neue Regierung schon sich im BAföG Weichen stellt, bevor überhaupt Karlsruhe entschieden hat. Je nachdem, wie schnell das geht. Frau Gulke. Naja, erstmal hat man ja 1,3 Milliarden Euro an den Finanzminister zurückgegeben. Das heißt, das Geld, was für im Haushalt des Bundes für BAföG vorgesehen war, nicht mal das ist dann in einen Notfonds oder Not-BAföG geflossen. Wir haben ja alle miteinander gesagt, außer CDU, CSU, dass man das BAföG jetzt hätte auch zu Corona-Krisenzeiten öffnen müssen. Insofern ist das grob fahrlässig, hier noch Geld an den Finanzminister zurückgegeben,
zurückzugeben und dann eben als Koalition dann nicht mehr zu zimmern. Mhm. Frau Gulke, BAföG-Reform nach der Bundestagswahl, was fordern Sie, was haben Sie vor? Ich will vielleicht als allererstes einsteigen damit, dass wir auch schon seit langer Zeit ja konstatieren, dass das BAföG sozusagen seinem ursprünglichen Zweck, und wir sind ja im 50. Jahr des BAföG jetzt auch noch, aber diesen ursprünglichen Zweck, wirklich sozusagen ein Bildungsaufstiegsinstrument zu sein und auch ein Sozialinstrument zu sein, dass es diesem Zweck ja schon lange nicht mehr gerecht wird. Und insofern habe ich mich auch sehr gefreut über das gestrige Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Ich habe auch getwittert und ich habe getwittert, dass ich vor allem finde, es ist schön, dass sozusagen das eigentlich jetzt vonnöten ist, dass es eine transparente Überprüfung des BAföG-Satzes gibt, anstelle der bisherigen Praxis, ehrlich gesagt, des Ausschnapselns. Also ich empfinde das ein Stück weit so, dass eben gar nicht geguckt wurde, was sind denn die momentanen Bedarfe, was sind sozusagen die Lebenshaltungskosten, was sind studienbedingte Mehraufgaben, da wurde überhaupt nicht wirklich realistisch nachgeguckt, sondern im Endeffekt haben sich halt die jeweiligen Koalitionäre je nach Stimmungslage und je nach Aushandlungsprozessen zusammengefunden und haben halt geguckt, na, was geht oder was geht eben nicht. Das hat sozusagen mit tatsächlich einem Sozialinstrument eigentlich nichts zu tun, weil da geht es natürlich um eine Bedarfssicherung und die richtet sich eben nicht nach Stimmungslagen in einer großen Koalition. Das heißt, die Dynamisierung ist für mich das ganz zentrale Moment, wenn wir über das BAföG reden und eine Strukturreform reden. Das BAföG muss raus aus politischen sozusagen Wetterlagen zwischen Koalitionen und muss sozusagen rein in eine Beständigkeit. Was sagen Sie zur Elternunabhängigkeit? Ja, wir finden der Elternunabhängigkeit schon lange eine total attraktive Perspektive, weil es für uns darum geht, ehrlich gesagt auch die jungen Menschen, die Erwachsenen, eben auch als solche zu behandeln und sie sozusagen nicht als so, ja, immer noch Schülerinnen und Schüler irgendwie sozusagen zu behandeln, denen auch die Eltern vielleicht noch reinreden in die Frage ihrer Studienwahl. Insofern kann ich diesem Grundgedanken der Elternunabhängigkeit viel abgewinnen, aber ich muss auch sagen, bei der jetzigen Rechtslage müssen wir natürlich schon bedenken, müssen wir gucken, dass wir durch eine Elternunabhängigkeit oder eine Reform in diese Richtung keine neuen sozialen Schieflagen produzieren. Also dass nicht am Ende diejenigen, die ohnehin schon aus relativ gut gestellten Haushalten kommen, auch noch mal mehr profitieren. Wie verhindert man das, wenn man Elternunabhängigkeit? Das hat eben etwas zu tun mit der Frage des Unterhaltsrechts und ich glaube auch mit der Frage des Steuerrechts. Also das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Reform, die dann vor uns liegt, wenn wir diesen neuen sozialen Schieflagen sozusagen vermeiden wollen. Deswegen sagen wir, wenn wir dafür KoalitionspartnerInnen finden würden, dann wären wir dafür natürlich sofort zu haben. Ich finde, wichtig ist aber, dass wir in jedem Fall, egal wie die nächste Bundesregierung zusammengesetzt sein sollte, wir müssen es hinbekommen, dass das BAföG bedarfsdeckend wird, dass es dynamisch wird, dass die Altersgrenzen fallen und dass es zu einem Vollzuschuss wieder umgebaut wird und dass vor allem durch die wirklich saftige Erhöhung der Freibeträge mehr Menschen wieder erreicht werden, weil, was Herr Postlepp ja auch gesagt hat, ehrlich gesagt, durch diese Corona-Krise ist in besonderem Maße sind die unteren und mittleren Mittelschichten bedroht. Die sind wirklich vom Abstieg bedroht. Und ich glaube, es ist jetzt absolut höchste Zeit einzugreifen. Und da ist das BAföG eben genau das richtige Instrument, wenn es diese Zielgruppen auch wieder erreichen kann. Ja, herzlichen Dank. Herr Kaczmarek, jetzt hat Frau Gulke gerade gesagt, dass die Koalition das irgendwie so ausgehandelt hat, so in fast so Hinterzimmerrunden, habe ich verstanden, so ausgeschnappt. Wie ist das bayerisches Wort? Wie heißt das? Ausschnapseln. Also haben Sie das ausgeschnapselt in der Koalition, Herr Kaczmarek? Also Schnaps war da nicht im Spiel, aber wir haben natürlich schon uns was Großes vorgenommen und wir haben auch richtig viel Geld dafür bereitgestellt. 1,3 Milliarden Euro zusätzlich in dieser Wahlperiode fürs BAföG. Und es gab zwei Entscheidungen, wo man, glaube ich, fürs BAföG hätte was machen können, was besser gewesen wäre, als das Geld zurückzugeben. Nämlich zum einen in der Pandemie, wie mit einem Notfallmechanismus quasi das BAföG zu öffnen für die, die in Not geraten sind. Unbürokratisch. Das wäre richtig gewesen. Das hat ja auch das DSW und das haben eigentlich alle gefordert, dass man das macht. Das wollte Frau Karliczek nicht. Und die zweite entscheidende Situation war die, dass wir, als wir im letzten Jahr gemerkt haben, da geht so viel Geld an den Finanzminister zurück, da war unser Vorschlag in der Koalition, dass wir zumindest die dritte Stufe der Freibetragserhöhung vorbeziehen. Wir haben die Freibeträge insgesamt um 16%, glaube ich, in 3 Schritten erhöht. Und die dritte Stufe hätten wir vorziehen können und damit vielleicht auch noch das Ziel der Trendwende erreichen können. Hat Sie überrascht, dass diese Trendwende nicht gekommen ist? Dass
Ja, wir gehen ja immer von Prognosezahlen aus und die Prognosezahlen, die wir zugrunde gelegt haben im Gesetzgebungsverfahren, die auch wissenschaftlich ermittelt werden, die haben hergegeben, dass die Trendwende kommt. Aber wenn man dann merkt, dass diese Prognosezahlen vielleicht nicht stimmen, dann muss man in der Lage sein, politisch zu reagieren. Aber das wollte Frau Karliczek nicht. Und wie geht es jetzt weiter in der neuen Legislaturperiode, wenn es nach Ihnen geht? Also ich glaube, dass es richtig ist, dass man einen Neuanfang fürs BAföG im 50. Jahr des Bestehens braucht. Und für uns sind drei Punkte, also ganz viele Punkte sind wichtig, aber drei sind ganz besonders wichtig. Es ist richtig, dass jetzt dann auch wir eine höchstrichterliche Beurteilung bekommen darüber, wie der BAföG-Satz sich eigentlich zusammensetzen soll. Und das wird dann die Leitschnur sein und dann werden wir uns daran auch orientieren müssen. Aber das zentrale Problem ist, dass zu viele, die es BAföG brauchen, es nicht bekommen. Und deswegen ist das alles nicht losgelöst von einer Freibetragserhöhung, deutlichen Freibetragserhöhung zu sehen. Wir stellen uns vor, mindestens 10% eine Anpassung an die Freibeträge im Unterhaltsrecht. Das zweite ist, richtig, wir brauchen den Weg zum Vollzuschuss. Den müssen wir beginnen, zumindest in der nächsten Wahlperiode. Das kann man ja mit der Änderung der Rückzahlungsmodalitäten oder sowas beginnen, aber das muss der Weg sein, weil Verschuldungsängste, das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, eben gerade für die, die als Erste an die Uni gehen, ein besonderes Hemmnis ist auch, das BAföG in Anspruch zu nehmen oder auch ein Studium aufzunehmen. Und das Dritte, wir nähern uns der Frage der Elternunabhängigkeit damit, dass wir sagen, wir wollen ja eine Kindergrundsicherung einführen, die die ausbildungs- und familienpolitischen Leistungen armutsfest bündelt. Und das, was wir da für die Erwachsenen, Auszubildenden bereitstellen wollen, das muss der elternunabhängige Sockel sein, der auch an die erwachsenen Studierenden ausgezahlt wird. Also einen elternunabhängigen Sockel, da sind wir dafür. Ja. Kurze Nachfrage, Dynamisierung, haben Sie es unter dem ersten Punkt abgehandelt gehabt, dass man sozusagen den Bedarf jeweils anders ermittelt? Ist das da mit drin, die Dynamisierung? Wir sagen, wir müssen regelmäßig anpassen, welchen Modus man dafür wählt, ob man es automatisch an die Preisentwicklung koppelt oder ob man einen anderen Weg findet, wie bei anderen Sozialleistungen. Das ist, finde ich, eine Frage, die man regeln muss. Aber man muss es regelmäßig erhöhen, und zwar unabhängig von politischen Mehrheiten. Wir hatten schon Wahlperioden, als wir eine CDU-FDP-Regierung hatten, als es kaum Erhöhungen gegeben hat. Und dem läuft man dann jahrelang hinterher, weil man das nicht in einem Rutsch aufholen kann. Herzlichen Dank. Herr Kaufmann, an der Stelle ist es schwierig, aus Seiten der CDU die Entwicklung des BAföG zu rechtfertigen, zu erklären, oder sind Sie da ganz entspannt? Nein, also es ist zunächst natürlich mal unerfreulich, dass jetzt nur noch 11% der Studierenden BAföG in Anspruch nehmen, dass nur die Hälfte derer, die den Anspruch hat, den Antrag stellt. Das ist kein guter Befund. Natürlich muss uns auch das Urteil jetzt zu denken geben. Ich möchte mal sagen, wir hatten 6-7 Jahre lang Stillstand, weil die Länder nicht bereit waren, eine BAföG-Reform mitzufinanzieren. Jetzt haben wir die Zuständigkeit an uns gezogen. Wir haben eine große BAföG-Reform gemacht. Kollege Katschbach hat es gesagt, 1,3 Milliarden ist ja nicht wenig. Es ist jetzt nicht alles davon abgeflossen. Wir kennen die Auswirkungen noch nicht, weil jetzt erst die Zahlen im Sommer kommen. Also wir wissen jetzt nicht, ob es tatsächlich die gewünschte Wirkung hat. Es scheint aber tatsächlich nicht den gewünschten Effekt erzielt zu haben. Insofern müssen wir uns natürlich im 50. Jahr Gedanken machen über eine Reform, über eine Novelle in der neuen Legislatur. Und wie sollte die aussehen, wenn es nach Ihnen geht? Ich habe es ja gesagt, wir müssen natürlich das BAföG anpassen der Lebensrealität. Wir müssen die Bedarfssätze erhöhen. Wir sind jetzt 7% hoch, 10% bei den Freibeträgen. Das war noch nicht genug. Man kann mit mir auch über eine Dynamisierung reden. Wir haben noch kein Wahlprogramm, aber wir sind gerade dabei, das zu schreiben. Muss mal schauen, was dann drinsteht. Aber in dem Punkt sozusagen sehe ich auch in meiner Partei jetzt eine gewisse Öffnung. Die Flexibilisierung, die Anpassung an die Lebenswirklichkeit, habe ich gesagt. Elternunabhängigkeit? Elternabhängigkeit, da sind wir immer noch auseinander. Also dieses Körbe-Modell oder wie immer die Grünen das jetzt auch nennen. Also wir halten Grundsicherung, wir halten nach wie vor daran fest, dass es eine subsidiäre Sozialleistung ist. Ne? Daran wird sich nichts ändern. Ich habe auch weiterhin Probleme damit, vom Vollzuschuss wegzugehen, muss ich ehrlich sagen. Also da sehe ich jetzt immer noch in Dissens. Aber bei allem anderen, denke ich, können wir auch zueinander finden. Warum haben Sie gerade in den Augen gerollt, Herr Gehring? Na, ich finde es ein bisschen frech. Die CDU hat 16 Jahre das BMBF geführt und die SPD war 12 Jahre dabei. Und diese BAföG-Novelle, die hat sich jetzt schon als Vollflop herausgestellt und alle Ziele krachend verfehlt, die man sich mit dieser BAföG-Novelle gesetzt hat. Und dann hören wir jetzt wieder ein paar Versprechungen und so. Jetzt, ich wundere mich wirklich ernsthaft, wie wenig in der BAföG-Politik Positives passiert ist, gerade weil man es als Gestaltungsinstrument für Bildungssozialpolitik auf Bundesebene ja hat. Und mit dem Vollzuschuss will ich noch mal deutlich machen, warum uns das wichtig ist.
gerade die aus einkommensarmen Elternhäusern, die haben besonders Angst vor Schulden. Und auch beim BAföG hat man am Ende Geld, was man zurückzahlen muss. Und deshalb wäre das ein wichtiger Schritt. Und das erzählt die SPD auch schon seit 3 Wahlkämpfen, dass das ein guter Schritt in die richtige Richtung wäre. Es wäre jetzt an der Zeit, es endlich mal zu machen, weil für die Studis auch der Kontrast da ist, wie viel Geld man in die Unternehmensrettungsschirme packt und auf der anderen Seite die Studierenden verpasst. Lieber Kai Gehring, aber vielleicht können wir Herrn Postlepp auch noch mal fragen. Meines Erachtens geben diese Umfragen, die wir machen, diese Sozialbefragungen, nicht her, dass die Angst vor Verschuldung das entscheidende Kriterium ist, warum die Zahl der Studierenden, der Geförderten so niedrig ist. Nein, aber die sind risikoavers und aus einkommensarmen Elternhäusern, Arbeiterkinder, die sind risikoaverser, was die Frage von Schulden angeht. Das ist doch klar, wenn man im Elternhaus erlebt hat, dass man ab Mitte des Monats auf jeden Cent achten muss, dann ist sowas wie 10.000 Euro Verschuldungsdeckel keine Verheißung, sondern eine Bedrohung. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Herr Postlepp, mal fragen ganz kurz. Herr Postlepp, Sie hören uns ja noch, oder? Ja, ich höre Sie. Wie ist denn da die Studienlage bei der Frage? Wenn ich ganz ehrlich sage, dann kann ich sagen, dass das allein entscheidende Kriterium ist, was erklärt, warum die Zahl der BAföG-Empfänger zurückgeht. Es ist aber ein wesentlicher Punkt, das zeigt sich ja schon in der Sozialerhebung. Und vor allen Dingen, was Sie ja nicht haben, ist die, die nicht angefangen haben zu studieren. Da müsste man mehr Informationen haben, ob die deshalb nicht angefangen haben, weil es eben so ist, dass sie hinterher möglicherweise auf einem Kredit sitzen. Das weiß ich ja heute nicht. Darüber habe ich zumindest keine Informationen. Ich glaube aber, dass das unterschätzt wird. Ich glaube, bei denen, die überlegen zu studieren, ist gerade aus den Elternhäusern, ich glaube, Herr Gehring hat es gerade gesagt, aus denen sie kommen, ist das oft ein Punkt zu sagen, man kann nicht mit Schulden ins Leben gehen. Ich will mal ganz plakativ das sagen. Also ich halte die Frage des Vollzuschusses oder den Weg dahin zumindest, den halte ich schon für einen elementaren. Herzlichen Dank. Am Ende würde ich in dieser Runde gerne Herrn Kaczmarek noch mal hören. Jetzt hat Herr Gehring gesagt, naja, die SPD sagt das ja seit so und so vielen Jahren, die sagt das immer wieder. Warum sollen wir Ihnen denn jetzt glauben, dass es beim nächsten Mal dann auch kommt? Naja, die Frage würde ich gerne an Herrn Gehring zurückgeben, weil es natürlich eine Frage der Mehrheitsbildung im Bundestag ist. Und da ist die Frage, ob die Grünen sich dann als Teil eines progressiven Bündnisses verstehen oder ob sie sich so wie in Baden-Württemberg entscheiden, im bürgerlichen Lager zu bleiben. Das wird entscheidend sein dafür, wie wir beim BAföG vorankommen. Und da bin ich sehr gespannt. Man sieht, die Lager dann eigentlich aus der FDP aus eurer Sicht bestehen soll? Oder genau, das ist auch noch eine spannende Frage. Ja, ich wollte gerade sagen, man sieht schon die ersten Koalitionsverhandlungen. Progressives Bürgertum ist auch toll. Wie bitte? Progressives Bürgertum. Progressives Bürgertum. Man sieht, die Koalitionsverhandlungen laufen hier schon los. Ja, aber das machen Sie nachher weiter. Das ist aber dann wirklich sehr grün. Die Koalitionsverhandlungen führen Sie nachher dann schon mal weiter. Das ist ja auch ganz gut, ein Wahlergebnis erstmal dafür zu haben. Aber man merkt auf jeden Fall schon, dass es da Bewegungen gibt, in welche Richtung auch immer. Jetzt wollen wir über andere Bewegungen sprechen, und zwar über die Frage von Beschäftigungsverhältnissen und wie die ausgestattet sind. Und dafür ist jetzt der nächste Impuls und zugeschaltet ist uns, herzlichen Dank, Herr Postlepp, nochmal zugeschaltet ist uns Christine Eichhorn, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Paderborn und Mitinitiatorin der Initiative 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und Herr Keller hat es vorhin schon gesagt, Frau Eichhorn, Dauerstellen für Daueraufgaben ist so ein Slogan geworden. Was heißt denn das konkret aus Ihrer Sicht, Frau Eichhorn? Ja, man müsste vielleicht sagen, warum das Wissenschaftszeitvertragsgesetz jetzt so ein Stein des Anstoßes ist. Es ist ja so, dass inzwischen, obwohl dieses Gesetz ja sagt, dass es eigentlich eine Regelung schaffen möchte, ab wo dann Dauerstellen stattfinden sollen, also eine Maximaldauer der Befristungsmöglichkeit, ist es ja in der Praxis so, dass wir aufgrund dieses Gesetzes unter anderem und aufgrund der kurzfinanzierten Gelder natürlich eine Lage haben, in der der Großteil der wissenschaftlichen Beschäftigten unter der Professur, das heißt unter 45 Jahren, befristet beschäftigt ist. Also nach neuesten Zahlen sind das 92%. Und man weiß halt, im gesamten Arbeitsmarkt ist das Verhältnis ungefähr umgekehrt. Das heißt, Dauerstellen, die eigentlich das Normalarbeitsverhältnis sind in Deutschland und auch sein sollten, gibt es in der Wissenschaft eigentlich nur ganz wenige. Also eigentlich ist das Normalarbeitsverhältnis bei uns das Befristete und oftmals eben leider auch die Teilzeitbefristung. Verlangen Sie jetzt, was sollte passieren?
Also es braucht dringend nochmal eine ausgiebige Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, und zwar insbesondere dahingehend, die Befristung wird ja über Qualifizierung begründet, und das Problem ist ja, dass nach der Promotion der Qualifizierungsbegriff ja sehr heterogen und sehr vage formuliert ist. Das heißt, es wäre sinnvoll, oder das wäre unsere Forderung, die Dauerstelle als Normalarbeitsverhältnis spätestens ab der Promotion einzuführen, denn so kommt es zu einem endlosen Gehangel. Also Beschäftigte hangeln sich von einer Stelle zur nächsten bis eben ins fünfte Lebensjahrzehnt, bis sie dann entweder ausscheiden aus dem System oder vielleicht doch noch eine Professur bekommen, was natürlich auch schlecht ist. Das ist nicht nur für die Betroffenen schlecht, sondern eben auch für Forschung und Lehre. Ja, die Studierenden haben keine Ansprechpartner, Leute müssen sich ständig in die Lehre neu einarbeiten, und das alles wird ja begründet so mit dieser Argumentation, dass man unbedingt die Innovationskraft der Wissenschaft erhalten müsste. De facto ist es aber natürlich so, wenn Menschen ständig dabei sind, sich zu bewerben, dann haben die gar keine Zeit für innovative Forschung. Und sie werden sich natürlich auch danach richten, was ihnen vielleicht wieder eine Stelle einbringt, was Drittmittel bringt, was dem Vorgesetzten gefällt. Sie werden nicht die innovative Forschung und Lehre machen, die sie eigentlich machen könnten oder auch machen müssten, wenn sie unabhängiger davon wären. Sie haben ja vor einigen Monaten auf Twitter die Aktion gestartet, #95 versus Wissenschaftszeitvertragsgesetz, mit einer sehr großen Resonanz. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik verstanden hat, was da für eine Dynamik an den Hochschulen unterwegs ist? Ich glaube zum Teil, denn die Stimmen werden doch lauter, aber es kann natürlich immer noch mehr passieren. Also gerade das, was jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, der Mut zum großen Systemwechsel und auch zur großen Reform, die dann natürlich mehrere Gebiete zusammentragen muss, wo man nicht einfach nur ein Programm auflegen kann, wo man nochmal ein paar Gelder reinsteckt, 1000 Professuren schafft oder die HSP-Gelder durch den Zukunftspakt ersetzt. Das sind natürlich alles Reparaturen. Aber was es eigentlich braucht, um das System zu ändern, ist eine große Reform, nicht nur des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, sondern der gesamten Finanzierung der Universität. Ganz herzlichen Dank erstmal, Christine Eichhorn. Damit gehen wir wieder in die Runde, und ich würde gerne mit Herrn Kaczmarek anfangen an dieser Stelle. Unterschreiben Sie alles, was die Initiative fordert, mehr Stellen, Dauerstellen für Daueraufgaben, oder gibt es da irgendwo Grenzen, wo Sie sagen, naja, da geht aber ein bisschen weit? Nein, also ich kann jetzt nicht alle 95 Thesen wiedergeben, aber im Grundsatz ist ja klar, worauf das hinauslaufen muss. Dass es nämlich tatsächlich darum geht, dauerhafte Aufgaben, die an den Hochschulen anfallen, insbesondere im Lehrbereich, auch mit verlässlichen Beschäftigungsperspektiven, mit sicheren Arbeitsplätzen zu versehen, und dass man auf der anderen Seite dafür sorgen muss, dass für die, die nach der Promotion an der Hochschule bleiben, auch verlässliche Karrierewege eröffnet werden, die in die Professur münden können oder eben auch in dauerhafte Aufgaben in der Lehre. Ich glaube, in den Zielsetzungen ist das klar, und das ist auch ein wichtiger Impuls. Mhm. Frau Gohlke? Ich muss eigentlich erst mal damit anfangen, dass ich eben schon, ja, es jetzt Ihnen auch nicht ersparen kann, dass, sage ich mal, diese Legislaturperiode unter dem Aspekt gute Arbeit in der Wissenschaft wirklich eine verlorene Legislaturperiode war. Und wir haben das ja auch hier in dieser Runde, auch schon während dieser Legislaturperiode, ein paar Mal zusammen diskutiert. Sie haben sich von Anfang an geweigert, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in dieser Legislatur anzufassen. Aus meiner Sicht haben Sie die Evaluation, also als faule Ausrede benutzt. Sie haben immer gesagt, sozusagen, wir müssen erstmal die Ergebnisse der Evaluierung der letzten Novelle abwarten, und erst dann können wir überhaupt tätig werden. In der Zwischenzeit sind wieder 4 kostbare Jahre und wahrscheinlich ja, 1-2 Generationen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins Land gegangen. Das ist ausgesprochen bedauerlich, und ich glaube vor allem, wir wussten jetzt auch schon in den letzten 4 Jahren, wie es ist. Wir haben es hier gehört, wir haben es vom Statistischen Bundesamt gehört, wir haben es von anderen Untersuchungen an einzelnen Universitäten mitbekommen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Lehre so einen wichtigen Stellenwert einnehmen will. Da will ich dann noch mal kurz dazukommen, was ich schon vor 2 Statements gesagt habe. Ich glaube, wenn wir die Lehre gewichten wollen, dann dürfen wir nicht nur darüber reden, ob die Digitalisierung noch wichtiger ausgebaut werden muss und was da gemacht werden muss. Das sind auch alles wichtige Stellschrauben. Aber die zentrale Stellschraube ist die Frage der Beschäftigungsverhältnisse der Lehrenden. Das ist die zentrale Frage. Und deswegen bin ich auch wirklich, ich bin auch immer noch sauer drüber, sage ich mal ein Stück weit, dass unsere Initiativen, die wir wirklich schon länger eingebracht haben als Linke, nämlich zu sagen, lasst uns doch mal eine Entfristungsoffensive starten, vom Bund aus mit den Ländern gemeinsam, um wirklich in den nächsten Jahren
sichere und entfristete Jobs, neue Jobs in der Wissenschaft zu schaffen, dass das immer alles ausgeschlagen wurde. Immer wurde uns gesagt, dafür ist kein Geld da. Gleichzeitig sind für andere Projekte auch in der Wissenschaft immer Geld da gewesen, die auch das ein Vielfaches größer gewesen wären als zum Beispiel so eine Entfristungsoffensive des Bundes. Ich sage mal Beispiel Exzellenzstrategien. Herr Kaufmann, die GEW fordert eine radikale Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Wie würde denn Ihre radikale Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes aussehen? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Thematik. Wir haben es jetzt in der Tat in dieser Legislaturperiode nicht angegangen, weil man gesagt hat, wir machen eine Evaluation, die machen wir gründlich und die endet Ende dieses Jahres, also nach der Bundestagswahl. Und dann ist Zeit in der nächsten Legislatur, eine Reform sich mal anzugehen, wenn es überhaupt Reformbedarf gibt. Das wissen wir ja nicht. Wir sehen jetzt natürlich diese 95 Thesen. Wir haben Gespräche geführt. Die GEW treibt das Thema ja auch seit vielen, vielen Jahren. Beginnt im Templiner Manifest. Aber ob das dann eine radikale Reform werden muss nach der Evaluation, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Aber es wurden ja ein paar Parameter genannt. Wir wollen verlässliche Karriereperspektiven. Wir wollen natürlich auch Fluktuationen und gewissen Wettbewerb. Wir sind für Tenure-Track-Programme. Wir sind auch dafür, dass man verlässliche Karrierepläne macht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber da gibt es offensichtlich eine Diskrepanz zwischen dem, was jetzt auch in der Wissenschaft wahrgenommen wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und vielleicht auch dem, was wir jetzt politisch für notwendig erachten. Das war ja in der letzten Legislaturperiode schon nicht ganz so einfach. Jedenfalls, ob das jetzt einen radikalen Umbau erfordert oder nicht, das wird dann tatsächlich die Evaluation zeigen. Das wäre jetzt prophetisch, da was dazu zu sagen. Das heißt, Sie würden zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nichts dazu sagen, ob zum Beispiel eine Forderung wie Streichung der sachgrundlosen Befristung etwas ist, wofür Sie sich einsetzen werden, wenn man auch da abwarten muss, wie die Evaluation läuft? In der Tat. Deshalb werden wir wahrscheinlich dazu auch nichts im Programm finden. Ja, das ist Zeitvertragsgesetz, aber ich meine, da geht es ums Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das ist der nächste Punkt. Das ist ja auch nicht nur ein bildungspolitisches Thema, das ist ja auch ein Thema für A und S. Deshalb sind wir da ja auch jetzt nicht allein betroffen. Müssen wir uns soweit ja auch dann mit den Kollegen besprechen. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt auch einfach nicht sagen, weil wir noch kein Regierungsprogramm haben. Ich glaube aber auch nicht, dass wir dazu jetzt eine konkrete Aussage treffen. Herr Gehring? Ja, erstmal hoffe ich, dass wir es besser machen, wenn man dann auch sieht, dass einfach etwas, was man im Kooperationsvertrag regelt, einfach nicht trägt. Also es ist ein schweres Versäumnis, dass man beim WissZeit-VG gesagt hat, wir wollen das nicht anpacken und die Evaluation so verschoben hat, dass das jetzt auch für die Koalitionsgespräche beispielsweise gar nicht zur Verfügung steht. Das ist eh ein Manko. Ich will jetzt gar nicht über Sozialerhebung und Studierenden-Survey noch sprechen, aber uns fehlen da Daten, die wir brauchen. Was wir aber merken ist, dass gute Arbeit dringend notwendig ist als Frage von Gerechtigkeit, aber auch von Frage verlässliche Karrierewege und konkurrenzfähige Karrierewege in der Wissenschaft. Also es muss ja auch attraktiv sein, in Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen zu arbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, auch zu einer Entfristung zu kommen und auch zu einer anderen Finanzierungssystematik. Diese Drittmittelförderung, die hat einfach zu sehr Oberhand genommen. Und wir müssen die Grundfinanzierung an den Hochschulen stärken, weil eben auch diese Drei-Jahres-Rhythmen, die sind einfach zu kurz. Und ich bin sehr dafür, die sachgrundlose Befristung zu streichen. Bei uns ist das Programm, wir haben nämlich schon eins. Und natürlich muss man auch Teilzeit- und Befristungsgesetz und WissZeit-VG auch zusammendenken. Und beim WissZeit-VG sind die Forderungen auch seit vielen Jahren, liegen die vor. Tarifsperre wegnehmen, die ganze Frage von besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch den Qualifizierungsbegriff zu verändern. Und das, was zaghaft in die Wege geleitet wurde, nämlich Tenure-Track-Programm, ich finde, da geht noch mehr. Weil diese Tenure-Geschichte ist ein guter Weg für verlässliche Karrierewege. Und was ich mir insgesamt auch wünsche, na, erstmal wünsche ich mir, dass wir auch nicht nur über Universitäten sprechen, sondern auch über HAWs und Fachhochschulen. Und dann ist man sehr schnell bei dem Punkt, wie können wir eigentlich einen Mittelbau stärken. Frau Gurke, was sagten Sie gerade? Sie haben irgendwas. Ich habe nur eingeworfen, dass ich finde, dass zum Beispiel ein Tenure-Track-Programm
dass das eben einfach noch ausbaufähig ist, weil wir einfach wissen, dass darüber auch noch nicht genug tatsächlich Stellen geschaffen werden, damit Menschen im System bleiben können. Und deswegen meine ich, dass eben dieser Aspekt, über die Reform der Karrierewege nachzudenken und neue Stellenkategorien vor allem zu schaffen und auch sozusagen sich zu langsam auch mal zu verabschieden von diesem Lehrstuhlprinzip und sozusagen stattdessen auch die Struktur an den Hochschulen zu demokratisieren und zu egalisieren, dass das einfach ganz wichtige Punkte sind und da, glaube ich, muss Politik viel stärker gestalten. Herr Kaczmarek, ist es so, dass die Bundespolitik ihren Einfluss genügend nutzt, die sie über die unterschiedlichen Programme hat, unterschiedlichen Finanzierungsschemata, wo ja auch Geld in die Hochschulen geht, in die Länder geht? Die GEW, also habe ich Herrn Keller verstanden, wünscht sich, dass da die Bundespolitik auch ein bisschen mehr auf die Standards achtet, die dann in den Ländern herrschen. Tut sie das genug? Also wir werden ja gleich noch mal über den Zukunftsvertrag und über die Grundfinanzierung sprechen. Ich glaube schon, dass man das besser hätte verhandeln müssen mit den Ländern, dass eben auch am Ende tatsächlich mehr Dauerstellen für Daueraufgaben dabei rauskommen, wenn wir eine verlässliche finanzielle Grundlage machen. Das muss man sicherlich noch mal nachregeln. Aber wenn ich darf, würde ich noch gerne was zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz sagen. Ich bin auch unzufrieden damit, dass das mit der Evaluation nicht geklappt hat. Und am Ende muss man auch vielleicht sagen, da hätten wir uns im Koalitionsvertrag nicht drauf einlassen dürfen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und trotzdem, glaube ich, kann man schon sagen, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in der nächsten Wahlperiode zwei ganz klare Leitplanken braucht. Nämlich klar zu beschreiben, was sind Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft, die befristet werden können. Klar, ist ja gerade auch schon gesagt worden, klar definiert auch über den Qualifizierungsbegriff. Wir könnten uns vorstellen, auch noch ein kleines Segment zu eröffnen, wo der Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ermöglicht wird. Das sind befristete Wege und dann muss man sagen, was unbefristet ermöglicht werden muss an den Hochschulen. Und das ist für die Postdocs, wenn sie dann im Wissenschaftsbetrieb bleiben wollen und können, dann auch eben die Ausweitung des Tenure-Track-Programms. Da haben wir ja auch, finde ich, einen guten Weg schon beschritten. Und das ist dann auch eben eine neue Kategorie, die man dann irgendwie gesetzlich fassen muss, für die, die dauerhaft im Lehrbetrieb bleiben wollen. Ich glaube, diese beiden Leitplanken, das kann man jetzt schon sagen, die muss man in der nächsten Wahlperiode setzen. Wir reden immer wieder implizit auch über Geld. Jetzt tun wir es auch explizit. Sie haben es eben schon angesprochen. Herzlichen Dank, Frau Eichhorn. Jetzt reden wir noch mal darüber, wie man denn auch mehr Stabilität ins System bringt und was das mit der Grundfinanzierung zu tun hat. Und dafür begrüße ich für den letzten Impuls Elke Hanack, die stellvertretende Vorsitzende der DGB. Hallo, Frau Hanack. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Grundfinanzierung first, so heißt Ihr Impuls. Bildung und Wissenschaft nachhaltig finanzieren. Was heißt denn für Sie Grundfinanzierung first, Frau Hanack? Naja, erstmal wurde es ja schon gesagt, erfüllen die Hochschulen heute ganz vielfältige Aufgaben, nicht zuletzt in Studium und Lehre und in der Qualifikation des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses. Und inzwischen studieren ja über 2,9 Millionen Menschen an unseren Hochschulen. Mit diesem enormen Aufwuchs hat die Grundfinanzierung nie ernsthaft Schritt gehalten. Eine 2018 veröffentlichte Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie zeigt, dass die leistungsunabhängige Landesfinanzierung für Forschung und Lehre in den letzten 10 Jahren an den Universitäten von über 70%, es waren glaube ich 73%, auf etwa 50% gesunken ist. Um also die Frage zu beantworten, ja, in den letzten Jahren lag der Fokus der Hochschulfinanzierung auf der befristeten Programmförderung. Und das gilt besonders für die vielen Milliarden Euro, die der Bund den Ländern ja für die Hochschulen bereitstellt. Insofern kann man sagen, es galt Grundfinanzierung second. Die Forderung der GEW, hier den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, aufzustocken, und ihn auch ausdrücklich zu verstetigen, teile ich völlig. Dabei müssen allerdings auch die Mittel, wie der Andreas Keller das gesagt hat, verbindlich für die Schaffung von Dauerstellen genutzt werden. In der ersten Runde des Zukunftsvertrags sehen wir, dass das nur in einigen Verpflichtungserklärungen der Länder wirklich konkret und überprüfbar geschehen ist. Also gute Arbeit in Wissenschaft und gute Studienbedingungen brauchen jetzt Priorität, allem voran dadurch, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen Vorrang hat vor zeitlich befristeten und auch wettbewerblichen Programmen. Grundfinanzierung first muss die Leitlinie sein.
Frau Honnack, was macht Sie optimistisch in einer Situation, wo wir in eine Corona-Haushaltslage reinkommen, dass doch viele Haushalte, öffentliche Haushalte sehr belastet sind durch zurückgehende Steuereinnahmen, durch höhere Ausgaben, durch höhere Verschuldung? Was macht Sie optimistisch, dass in der Situation die Politik die Grundfinanzierung der Hochschulen erhöhen wird? Ich bin da nicht nur optimistisch, sondern ich sage, da gibt es eine absolute Notwendigkeit. Weil die Folgen der Corona-Pandemie werden wir in ganz, ganz vielen Bereichen merken. Und ich finde, sie dürfen gerade in den Bildungsetats nicht zu weiteren oder gar verschärften Kürzungen führen. So, im Gegenteil, nötig ist jetzt, auch das wurde schon angesprochen in Ihrer Runde, wirklich eine breite Investitionsoffensive. Und diese Offensive wird ja nicht nur die Wirtschaft stärken, sondern unsere Zukunft durch Bildungsangebote, durch Institutionen, die baulich, technisch und mit Qualität der Angebote auf der Höhe der Zeit sind. Und ich sage auch, alle Politiker reden im Moment von Bildung als der wichtigsten Ressource, die wir für unsere Zukunft haben. Und deshalb sage ich, die Kosten der Pandemie dürfen nicht zulasten der Bildungschancen der kommenden Generation gehen. Und da sehe ich auch die Notwendigkeit. Herzlichen Dank, Frau Honnack. Herr Kaczmarek, hat die Große Koalition eine Chance verpasst, als es darum ging, den Zukunftsvertrag neu zu gestalten oder aus dem Hochschulpakt den Zukunftsvertrag zu machen, insofern, dass man dort im Gegensatz zum Pakt für Forschung und Innovation keine regelmäßige Erhöhung vorgesehen hat? Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, um auf Dauer die Grundfinanzierung der Hochschulen zu stärken. Also erstmal glaube ich, dass wir mit der Verstetigung des Hochschulpaktes und Weiterentwicklung zum Zukunftsvertrag einen großen Punkt gemacht haben. Das war eine große Forderung vor der letzten Bundestagswahl. Und das ist schon mal gut, dass wir diese Grundlage geschaffen haben. Das war auch, glaube ich, das war ein Punkt, den wir in der Koalition gut miteinander vereinbaren konnten. Das hat auch was mit der Struktur in der GWK dann am Ende zu tun. Und ich bin besonders froh darüber, dass wir erreicht haben, dass 2024 dieser Zukunftsvertrag ja auch einen Mittelaufwuchs bekommt. Das war hoch umstritten in der Koalition. Da haben wir uns aber darauf verständigt. Und der kommt. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, wir brauchen auch wegen der Gleichstellung von Forschung und Lehre, brauchen wir auch eine dynamisierte Entwicklung beim Zukunftsvertrag in Zukunft. Und das wäre ein Punkt, den man mit den Ländern auch, finde ich, verhandeln muss. Herr Gehring, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen kriegen jedes Jahr 3% mehr, darunter ist auch die DFG. Als Förderorganisation kriegt jedes Jahr 3% mehr. Es gibt zwar, wie Herr Kaczmarek gesagt hat, im Zukunftsvertrag die eine Stufe drin, aber das ist es dann auch erstmal bis zur Neuverhandlung an der Stelle. Hätte man das anders konstruieren müssen? Ja, wir haben uns für die Zukunft des Hochschulpaktes immer auch gewünscht, hier zu dynamisieren. Also für den Zukunftsvertrag Studium und Lehre hätte man das genauso mit einem jährlichen 3%igen Aufwuchs versehen müssen, wie eben dem Pakt für Forschung und Innovation für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das war auch eine Forderung, die wir in die Verhandlungen immer wieder eingebracht haben, andere auch, aber es hat nicht sollen sein. Insgesamt muss man diesen Zukunftsvertrag aber dynamisieren, weil er ein wichtiger Baustein auch ist. Und ich möchte noch mal daran erinnern, dass SPD, Union, FDP und Grüne gemeinsam das Grundgesetz verändert haben. Es ist nicht der Weisheit allerletzter Schluss, aber es hat mehr Kooperationsmöglichkeiten und Mitfinanzierungsmöglichkeiten eröffnet. Ohne das wäre ein Digitalpakt gar nicht möglich gewesen. Und die Wissenschaftspakte können jetzt auf Dauer gestellt werden. Und das ist eben eine große Chance. Wir müssen aber immer sicherstellen, dass in dieser Bund-Länder-Kooperation das, was der Bund mehr gibt, bei den Ländern nicht zum Rückzug führt, sondern es insgesamt ein Mehrwert ist und man gemeinschaftlich mehr in die Hochschulen investiert. Durch Vereinbarung, durch vernünftiges Controlling. Und wir wissen ja auch, dass der Bundestag drauf guckt und der Bundesrechnungshof drauf guckt und dass die Länder da auch sich anstrengen. Und ich bin deshalb auch immer sehr darauf erpicht und froh, wenn die drei grünen Wissenschaftsministerinnen da auch eine ordentliche Arbeit machen. Ich will aber grundsätzlich auch anmerken, dass die schwarze Null oder die Schuldenbremse der falsche Fetisch ist in Zeiten wie diesen und vorher auch schon. Wir brauchen eigentlich eine Investitionsregel in diesem Grundgesetz, weil wir so viele Innovations- und Investitionsprogramme brauchen.
dass uns das nicht anders gelingen kann. Herzlichen Dank, Herr Kaufmann. Vielleicht auch von Ihnen ein Wort zum Thema Zukunftsvertrag, so wie er ist und so wie er werden soll. Und natürlich, ganz vorhin ging es auch um das Thema Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau nochmal. Das ist auch für die GEW nochmal ein wichtiges Anliegen. Da haben Sie vorhin nur gesagt, das war ja vor unserer Zeit, jetzt ist ja Ihre Zeit. Das heißt, da könnten Sie ja jetzt auch sagen, Mensch, da gehen wir auch nochmal ran. Also das sind Zukunftsvertrag, also, Hochschulbau. Ja. Ich wollte noch zu dem Fetisch was sagen von Herrn Gehring, weil Schwarze Null, Baden-Württemberg, ist das Ergebnis des Koalitionsvertrages, die Schwarze Null. Also da haben die Grünen den gleichen Fetisch, das wollte ich nur noch mal betonen. Unterschiedliche finanzielle Herausforderungen. Ja, das mag wahr sein. Ja, also ich wollte es schon noch mal sagen, also wir haben jetzt so ein bisschen klein geredet wieder unser Zukunftspakt. Diese Stufe, von der wir jetzt reden, sind ja immerhin 10%. Da geht es von 3,8 auf 4,1 Milliarden. Und wenn man jetzt 3 Jahre 3% nimmt, ist es im Prinzip die gleiche Steigerung. Ja, nicht ganz, weil Sie ja da vorher schon was ausgezahlt kriegen. Aber jedenfalls, ich will nicht sagen, es ist jetzt nicht so ein kleines Sprüngchen. Es ist schon eine satte 10%ige Steigerung. Und von daher sollte man das jetzt wirklich nicht kleinreden. Da sind wir uns ja einig in der Koalition. Das war eine gute Sache. Und natürlich, man hätte sich wünschen können, dass noch mehr unbefristete Stellen jetzt hier sich entwickelt hätten. Daran kann man sicherlich jetzt nochmal arbeiten. Aber es ist eben gerade nicht trivial. Was heißt das konkret daran, noch zu arbeiten? Dass man in der Überprüfung, ne? Wie schaffen wir das, dass die Länder tatsächlich und die Hochschulen hier tatsächlich halt noch weiter vorangehen. Aber ich wollte schon sagen, dieser Rückzug des Landes oder der Länder bei anderen Themen, das ist schon nicht ganz so trivial. Also da haben wir ja beim Digitalpakt wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb sind wir auch als Bund hier vorsichtig in der Überprüfung. Deshalb ist es gut, wenn da viele draufschauen, weil man kann hier, ich sage es mal ganz offen, da nicht jedem Land über den Weg trauen. Ja? Und deshalb ist das wirklich eine große Herausforderung, sicherzustellen, dass das Geld dann nicht an anderer Stelle dann abfließt. Und jetzt Hochschulbau. Da kann ich jetzt, auch wenn es vor unserer Zeit war, leider keine nicht in Aussicht stellen, dass wir das als Union wieder zu einer Gemeinschaftsaufgabe machen wollen. Da sehen wir nach wie vor tatsächlich eine klare Länderzuständigkeit. Wir haben als Bauministerium ja jetzt das Thema zusätzliche Studierendenwohnungen in Angriff genommen. Es gab eine Anhörung dazu. Also wir haben das Problem erkannt. Aber jetzt die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau sehe ich auch in der neuen Legislaturperiode nicht. Mhm. Frau Gulke? Eine Schlussbemerkung zu dem Thema Hochschulbau. Ich finde das schon frappierend. Also wir wissen, dass es sich da um einen Sanierungsstau von um die 40 Milliarden Euro handelt. Wir alle in der Runde wissen auch, dass das von den Bundesländern in Summe und in der Breite nicht zu stemmen sein wird. Und ich finde, ich verstehe überhaupt nicht, wo da das politische Verständnis ist. Also uns muss doch daran gelegen sein, wenn ich jetzt auch den Appell von Frau Hanack sehe, dann muss uns doch daran gelegen sein, gute Bedingungen sozusagen für Bildung und auch akademische Bildung zu schaffen in den nächsten Jahren für diese Generationen, die im Übrigen jetzt mit dieser Corona-Pandemie zu kämpfen hatten. Wie kann man denn dann sagen, ja, das ist aber halt Länderaufgabe im Wissen, dass es nicht zu stemmen sein wird. Das begreife ich einfach nicht. Irgendwo muss Geld halt herkommen, Frau Gohlke. Ja, da mache ich jetzt gleich Vorschläge. Ja. Ich bin ja von der Linken, da werde ich auch dieser Rolle dann gerecht. Sie haben zu Recht, finde ich, gesagt, dass mit dem Zukunftsvertrag richtige Schritte begonnen wurden. Das sehen wir auch so. Ich finde aber, dass die große Frage, wirklich einen Kurswechsel einzuleiten in der Finanzierungspraxis und in der Finanzierungsarchitektur, diese Aufgabe ist noch nicht angegangen worden, die liegt noch vor uns. Und ich finde, wir müssen eben weg von der Logik wettbewerblich vergebener Drittmittel zu Lasten der Grundfinanzierung. Wir müssen auch weg von der Logik, sag ich mal, einer Kurzatmigkeit befristeter Pakte und Programme, die vor allem ja einen Sinn haben, nämlich sozusagen Finanzierungslöcher, die man irgendwo ausmacht, wieder zu stopfen und sozusagen stattdessen eben hin zu einer bedarfsgerechten Finanzierung. Und ich glaube, also ich bin auch ein bisschen, alle, muss man vielleicht auch nochmal zur Sprache bringen, aber alle Fraktionen, wie sie hier sitzen, wollen ja jetzt zum Beispiel auch die Exzellenzstrategie nicht nur weiterführen, sondern eben auch nochmal ausbauen. Und ich muss alle, einfach, Sie auch? Nein, wir also sitzen nicht. Auch, nein, Sie sitzen doch auch hier. Das stimmt, ich komme jetzt gerade zu meiner Kritik, alle anderen. Genau, und ich finde, das ist tatsächlich der falsche Weg. Ich kann zumindest auch nicht verstehen, wie man damit sozusagen beginnt, bevor man eben die Grundfinanzierung auf sicherere und solidere Füße gestellt hat, weil die
die Exzellenzstrategie ist nun wirklich der Posten im Bildungshaushalt, der am allermeisten Gelder sozusagen einnimmt. Und ich kann nicht verstehen, wie man andere wichtige Aufgaben so auf die lange Bank schiebt, aber dafür ist dann immer Geld da. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, gerade die Exzellenzstrategie hat doch gezeigt, dass so eine Form der Mittelvergabe gerade eben der kontinuierlichen Personalentwicklung oft entgegensteht, weil eben kurzfristige Stellen geschaffen wurden. Natürlich wurden Menschen an die Hochschulen geholt, auch über die Exzellenzstrategie, aber oft, eben ganz oft, ohne weiterführende Perspektiven. Und ich glaube, das ist eine Problematik, da müssen wir an der Stelle müssen wir einfach uns ehrlich machen und müssen auch andere Formen der Finanzierung finden. Ich habe auch noch eine Nachfrage. Thema Drittmittelfinanzierung, DFG. Was sagen Sie zum DFG-Haushalt? Wie soll der sich entwickeln in den nächsten Jahren? Also, da erwischen Sie mich jetzt so ein bisschen kalt tatsächlich. Ich denke sozusagen, dass es wichtig wäre, also ich finde, der DFG-Haushalt verfügt einfach über eine unglaubliche Summe an sozusagen Mitteln. Und ich finde schon, dass es wichtig wäre, darüber auch nochmal andere Entscheidungskompetenzen sozusagen zu bekommen und auch zu überlegen, wie eben auch da Mittel umgeschichtet werden können. Soll der regelmäßig weiter wachsen? Na, ich möchte jetzt erstmal, dass die Hochschulen wachsen. Also sozusagen, dass die Mittelvergabe an die Hochschulen, und zwar die Grundfinanzierung, also wächst. Die DFG raus aus dem Pakt für Forschung und Innovation. Nein, so pauschal möchte ich das nicht sagen, aber ich finde sozusagen, bevor wir jetzt wieder darüber reden, wie der nächste DFG-Haushalt sich entwickelt, wie die nächste Exzellenzstrategie ausgestattet wird, müssen wir jetzt tatsächlich überlegen, wie wir den Zukunftsvertrag dynamisiert bekommen und wie wir die Lehre und vor allem neue Stellen irgendwie entwickelt bekommen. Das scheint mir die vordringlichere Aufgabe zu sein. Herr Gehring, Sie atmen gerade so schwer durch. Ja, ich sehe ein gewisses Risiko, dass wir uns jetzt hier fachpolitisch in Rage reden und ich teile fast alles, was Gohlke sagt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir bald über eine grundsätzliche Föderalismusreform streiten und das kann sein, dass wir dann da so lange drüber streiten, dass für die Wissenschaftsfinanzierung nichts gewonnen ist. Ich will das sozusagen mal als Risikokulisse aufzeichnen, weil es eine gewisse Unzufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit der föderalen Ordnung insgesamt gibt. Und wenn wir dann in eine generelle Föderalismusdebatte einsteigen, dann ist auf jeden Fall dafür Sorge zu tragen, dass Bildung und Wissenschaft vernünftig finanziert werden kann. Und ich habe jetzt über all die Jahre, nehme ich mit, dass eine Misstrauenskultur der anderen politischen Ebenen gegenüber einen einfach nicht weiterbringt. Diese ewigen Schuldzuweisungen, wenn der Bund auf die Länder zeigt und die Länder dann zurück und die Kommunen nicht am Tisch sitzen und die Verantwortungsträger in den Hochschulen, dann drehen wir uns immer im Kreis. Es braucht eine vernünftige Kooperationskultur. Wir nennen es immer Ermöglichungsverfassung, aber am Ende zählt auch das, was man gemeinsam verabredet. Und da muss weiter verlässlich Geld in dieses System und dann kann man eben eine Kurskorrektur auch hinbekommen. Ich bin auch dafür, dass der Bund sich beim Hochschulbau wieder beteiligt. Gleichzeitig haben wir die Länder entlastet. Ich habe das große Anliegen, dass wir ein Bundesprogramm für Klimaneutralität auflegen, ja? Weil es nicht sein kann, dass überall Klimaschutz betrieben wird, wir aber immer noch Hochschulbauten bauen, die eben nicht Goldstandard beim Klimaschutz haben. So, und das sind auch wieder neue Investitionsbedarfe. Und deshalb muss man, glaube ich, einerseits den klaren Fokus haben, Grundfinanzierung stärken und auch auf die Bedarfe adressieren, die wirklich da sind. Und die Digitalisierungspauschale wurde eben schon angesprochen. Es gibt sie aber bisher nicht. Okay. Jetzt, es klingt fast wie so ein Schlussplädoyer. Wir haben nachher noch ein Schlussplädoyer, wo wir noch mal das Große und Ganze betonen wollen. Bevor wir jetzt zu sehr tatsächlich in den Bereich noch tiefer reingehen, würde ich gerne wissen, was das Publikum jetzt eigentlich die ganze Zeit so gesagt hat. Was die noch weiter interessiert, damit wir nicht, Herr Gehring hat gerade gesagt, dass wir vielleicht nicht nur so fachlich hier rumdiskutieren und vielleicht interessiert gerade das Publikum ganz andere Sachen. Und Stefanie Sonntag hat ja netterweise als Publikumsanwältin verfolgt, was das Publikum zu sagen hatte, zu kommentieren hatte. Übrigens herzlichen Dank, Frau Handack, müssen wir erstmal sagen an der Stelle. Frau Sonntag, was war denn beim Publikum so los? Was hat das Publikum so beigesteuert zu unserer Debatte? Das Publikum hat sehr rege auf die Fragen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz reagiert und ist nicht so skeptisch, dass man
prophetische Kenntnisse haben muss und auf die Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes warten muss, weil wir ja schon relativ viele Daten haben. Die GEW hat ja auch dazu beigetragen. Da taucht die Frage auf, wie lange denn die Bundespolitik noch warten möchte, bis endlich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz angefasst wird. Das ist häufiger aufgekommen. Vielleicht noch mal ein schnelle Rückmeldung auf Christine Eichhorn. Da wurde auf Facebook gepostet, ja, genau so sieht es aus. Wir brauchen einen Systemwechsel im Befristungsrecht und auch in der Frage der Wissenschaftsfinanzierung. Und ich möchte an der Stelle vielleicht gleich am Anfang noch auf etwas hinweisen, was in der Diskussion relativ kurz gekommen ist, aber in den Kommentaren immer mal wieder auch am Rande auftauchte. Das ist die Frage von Chancengerechtigkeit und gleichen Chancen. Das spielte jetzt nicht so eine große Rolle. Und ich möchte es fokussieren mit einem Punkt, der mir sehr, sehr wichtig erscheint und auch immer wieder auftaucht. Die Frage von Wissenschaftsfinanzierung und Drittmittelfinanzierung. Die Corona-Krise ist, das wurde immer wieder gesagt, wie ein Brennglas hat es die Krisen gezeigt oder sichtbar gemacht. Und bei den Drittmittelfinanzierungen, wir haben einen wachsenden Teil an Drittmittelfinanzierung in der Wissenschaft. Und bei all den Hilfen und den Anpassungen der Corona-Novelle im Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist die Drittmittelfinanzierung immer ausgeblendet worden. Wir haben auch darauf hingewiesen. Das ist ein Punkt, der tatsächlich gefehlt hat, wo eine Anpassung erforderlich ist. Und der zweite Punkt, der kam hier gar nicht vor, dass Drittmittelgeber sehr häufig verlangen, dass diejenigen, die in Projekten beschäftigt werden, auf befristeten Stellen sitzen. Also Drittmittelgeber, und zwar staatlich finanzierte Drittmittelgeber, verbieten, dass Projekte durchgeführt werden von Personen, die auf Dauerstellen sitzen. Und das ist ein Punkt, und deswegen möchte ich das auch gerne an das Podium geben und weitergeben aus dem Chat. Das ist ein Punkt, das ist eine bundespolitische Aufgabe, das ist eine staatliche Finanzierung. Und das, fände ich es sehr schön, wenn wir da nochmal eine Runde machen könnten, wie das angefasst werden kann und welche Vorstellungen dazu bestehen. Ja, ganz herzlichen Dank an der Stelle erstmal. Also der Konnex zwischen Drittmitteln und Stellenausstattung und der Forderung nach Befristung, das geht zurück auf eine Frage, die ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Tut der Bund eigentlich genug, um dann mit den Mitteln, die er gibt, auch bestimmte Standards durchzusetzen? Und Herr Kaczmarek, hatte Sie vorhin schon ein bisschen nachgefragt, wenn ich mich richtig erinnere, aber so ganz habe ich Ihre Antwort nicht mehr in Erinnerung. Also ja, ich habe gesagt, dass wir beim Zukunftspakt das sicherlich etwas klarer hätten verhandeln müssen, beziehungsweise die Bundesregierung das klarer hätte verhandeln müssen. Ansonsten, wenn das alles schon erledigt wäre, da würde ja nicht von solchen Situationen berichtet. Deshalb nochmal, aus meiner Sicht im Wissenschaftszeitvertragsgesetz müssen klare Planken eingezogen werden für die Frage, was kann befristet werden, nämlich nur die Qualifizierung, Promotionsphase, und was muss dauerhaft auch dauerhafte Beschäftigung nach sich ziehen, das heißt der Karriereweg über Tenure Track oder dann auch die entsprechende Personalkategorie in der Lehre. Das halte ich für ganz wesentlich. Und der Aspekt, der jetzt gerade aus dem Publikum genannt worden ist, den würde ich einfach gerne nochmal auch als Diskussionspunkt mitnehmen. Das kann ich aber jetzt könnte und müsste der Bund bei den Programmen, die er macht, noch stärkere Vorgaben geben, welche Beschäftigungsverhältnisse dann daraus entstehen? Deswegen sage ich, würde ich das gerne mitnehmen. Ich bin so spontan im Zweifel, ob man das über die Programmstruktur regeln kann oder ob man das nicht arbeitsrechtlich besser regeln müsste. Herr Kaufmann? Ja, kann ich mich jetzt weitgehend anschließen. Das scheint ein Punkt zu sein, an dem Handlungsbedarf besteht. Da muss man eben genau schauen, was kann der Bund tatsächlich regeln. Wir sind uns, denke ich, einig, dass es Verbesserungsbedarf gibt, aber eben deshalb haben wir ja auch die Evaluation und wollen es uns genau anschauen. Also das ist jetzt, ich will das nicht bestreiten, dass, wenn ich das jetzt höre, dass ich da Handlungsbedarf sehe. Mhm. Und dann, wenn der Bund was tun kann über die Programmstruktur oder sonst, dann soll das in der Reform, wenn sie dann in der nächsten Legislatur tatsächlich angegangen wird nach der Evaluation, dann auch geregelt werden. Mhm. Frau Gurke?
Also ich glaube, es geht einfach darum, das große Missverhältnis sozusagen von Befristung zu sozusagen nicht also festen Stellen ins Gleichgewicht zu bringen. Was heißt ins Gleichgewicht zu bringen? In die andere Richtung sozusagen einfach zu verschieben. Ich glaube, das ist erstmal die große Aufgabe. Da meine ich, geht es natürlich um mehrere Fragen. Es geht um die arbeitsrechtliche Frage, wie Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Es geht aber natürlich auch um die Finanzierungsfrage. Trotzdem wird das Wissenschaftssystem, das wissen wir auch, immer eins sein, wo es auch natürlich befristete Stellen geben wird. Sei es die Qualifizierungsfragen, Phasen oder seien es natürlich auch Drittmittelbeschäftigungen. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es doch auch, dass auch genau für diese Stellen klare arbeitsrechtliche Vorgaben existieren, dass zum Beispiel eine familienpolitische Komponente auch an dieser Stelle rechtssicher ist und wirkt, dass Vertragslaufzeiten definiert werden, dass es Mindestvertragslaufzeiten gibt, wo eben auch eine sozusagen Phasen in so einem beruflichen Abschnitt trotzdem sozusagen mit einer relativen Sicherheit und einer klaren Perspektive sozusagen gemacht werden können. Und ich bleibe schon insgesamt dabei, mir scheint es insgesamt darum zu gehen, wir brauchen die Entwicklung von neuen Stellenkategorien Kategorien jenseits der Professur. Das ist einfach eminent wichtig, weil das Wissenschaftssystem uns auch zeigt, es gibt nicht nur die Professur, sondern es gibt unendlich viele andere Stellen, die eben in diesem Wissenschaftssystem auch da sind und die besetzt werden wollen. Die Lehre ist auch wirklich nur eines davon und dem müssen wir vor allem gerecht werden. Herr Gehring? Also ich nehme aus der Zusammenfassung mit, dass die Chancengerechtigkeit noch höher gehängt werden muss und die Ungerechtigkeiten behoben, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Und ich möchte explizit auch noch mal sagen, für alle Geschlechter und eben die ganze Frage von Diversität und Vielfalt, die musste auch mitgedacht werden, sowohl bei den Studis als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den unterschiedlichen Statusgruppen, weil wir eine sehr vielfältige Gesellschaft sind und es muss sich auch in unserem Wissenschaftssystem insgesamt widerspiegeln. Was die Frage von verlässlichen Arbeitsbedingungen und guter Arbeit angeht, ist das sowohl eine arbeitsrechtliche Frage, wo man die sachgrundlose Befristung streichen sollte, als auch eine Frage, wie man die Wissenschaftspakte der Zukunft ausgestaltet. Im Zukunftsvertrag Studium und Lehre ist ja das schon deutlich verschärft worden im Hinblick auf verlässliche Personalkategorien. Das muss aber auch vernünftig evaluiert werden und dann wirklich auch zu einem Aufwuchs von Dauerstellen führen. Vielleicht darf ich noch mal kurz nachfragen, Herr Gehring, wie passt das eigentlich damit zusammen, dass wir die Exzellenzstrategie haben? Das ist ja etwas, wo die GEW sagt, die wollen wir umwandeln. Die wollen wir umwandeln in ein Programm für Initiative für Dauerstellen. Sie sprechen sich ja auch sehr stark dafür aus, dass wir mehr Dauerstellen haben. Wie passt da Ihres Erachtens die Exzellenzstrategie rein? Na, sie ist jetzt halt verabredet. Ja, und ihr wollt sie ausbauen? Und, nö. Also wir warten jetzt erstmal auf. Ministerinnen schon. Naja, also jetzt warten wir erstmal ab. Das ist ein Verhandlungsprozess und aber was wollen Sie persönlich? Wir haben dafür gesorgt, dass der Zukunftsvertrag Studium und Lehre erstmal auf Dauer gestellt wird und dass es da eine klare Perspektive gibt. Ich fand das auch nicht richtig, mit der Exzellenzinitiative anzufangen. Das habe ich eben auch schon deutlich gemacht. Und insgesamt geht es um mehr Grundfinanzierung. Aber Exzellenzstrategie soll bleiben Ihres Erachtens? Also jetzt gefragt als Bundespolitiker der Grünen? Ich glaube, dass wir nicht das Signal senden sollten, sie jetzt auslaufen zu lassen, sondern dass wir uns um die Baustellen kümmern, die hier heute sehr klar adressiert worden sind. Und das ist eben die Frage von verlässlicher Grundfinanzierung, das ist die Frage von verlässlichen Karriereperspektiven, das sind die Fragen von Infrastrukturen des Wissens auf dem Campus, also von Digitalisierung bis hin zur sozialen Infrastruktur. Hier wurde heute ein Hochschuldigitalpakt vorgeschlagen, ein Hochschulsozialpakt. Und für all das braucht es auch politische Mehrheiten und braucht es entsprechende Finanzmittel. Und ich würde den Fokus eher darauf lenken. Und wir hatten ja vor 10 Jahren dann mal gesagt, wir brauchen eine Exzellenzinitiative für gute Lehre, weil das ja nur eine Exzellenzinitiative für Forschung war. Und daraus wurde dann ein Qualitätspakt für die Lehre. Und da müssen wir dann auch wieder anknüpfen
und die Lehre deutlich besser finanzieren und stärken. Herzlichen Dank. Frau Sonntag, das Thema Diversität, das haben Sie vorhin, Kai Gehring hat es schon angesprochen, das haben Sie auch erwähnt. Können Sie da noch ein bisschen mehr zu sagen, was da welche und auch Chancengerechtigkeit, was dort genau für Kommentare kamen? Ging das um Studierende, ging das um Stellen vor allem, ging das um Hochschulstrategien? Was war die Stoßrichtung? Die Stoßrichtung kam von WissenschaftlerInnen. Es gibt einige Hinweise darauf, dass gerade WissenschaftlerInnen in der Corona-Krise am meisten unter dieser Befristung und Doppelbelastung gelitten haben, dass zum Teil die Publikationen bei männlichen, also bei Wissenschaftlern, stärker nach oben gegangen sind in dieser Zeit. Und das, was wir daran sehen können, ist, dass unter der Befristungssituation an sich die Chancenungerechtigkeit verstärkt, so muss man es sagen. Also auf diesen Punkt wurde hingewiesen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch diese Drittmittelfinanzierung nochmal in dem Zusammenhang zu sehen, weil es gerade Frauen sind, die genau unter dieser Drittmittelfinanzierung stärker leiden, wie die Krise gezeigt hat. Wollen Sie uns gleich in die Schlussrunde noch was mitgeben? Noch einen letzten Punkt aus dem Publikum, vielleicht für die Schlussrunde der Plädoyers? Ich würde gerne zwei Sachen anteasern noch. Der eine Punkt ist die Frage der bundespolitischen Kompetenz. Die Pakte sind angesprochen worden. Beim Zukunftsvertrag Lehre wurde jetzt also in den Kommentaren häufiger gesagt, gute digitale Lehre braucht gute Arbeitsbedingungen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Im Zukunftsvertrag hat der Bund sich davor gescheut, den Ländern und Hochschulen feste Vorgaben zu machen, wie gute Qualität aussieht. Im Ergebnis schaffen die Hochschulen haufenweise Stellen mit einem Lehrdeputat von 24 Semesterwochenstunden. Darauf wurde hingewiesen. Der Bund hätte die Möglichkeit, bei der Evaluation des Zukunftsvertrages und bei der nächsten Runde hier Grenzen einzuziehen und gute Qualität der Lehre mit niedrigerem Deputat auch festzulegen. Das wäre schön, nochmal in die Runde zu geben. Und zum Thema BAföG, da ist viel gesprochen worden. Da ist eine ganz konkrete Frage, die ich vielleicht noch reingeben kann. Die Frage, wie lange soll noch an dem Deutschlandstipendium festgehalten werden und wie sehen die Parteien das und sollen wir das nicht ins BAföG, sozusagen die Mittel, die da reingeflossen sind, ins BAföG überführen? Herzlichen Dank. Die letzte Frage würde ich in einer ganz schnellen Runde noch in die Runde geben, bevor wir zum Abschluss kommen müssen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht schaffen ja alle vier, die hier sitzen, ganz kurz auf die Frage zu antworten. Was soll aus dem Deutschlandstipendium werden, Herr Kaufmann? Wir haben es erfunden und es soll bleiben. Ich sehe keine Notwendigkeit, die Gelder ins BAföG zu überführen. Das ist ein sinnvolles zusätzliches Instrument. Mhm. Herr Katzmarek? Keine neuen Strukturen, keine funktionierenden Strukturen zerschlagen, aber das Deutschlandstipendium deutlich begrenzen. Begrenzen, inwiefern begrenzen? Es ist jetzt ja nicht so wahnsinnig groß geworden. Keinen weiteren Mittelaufwuchs, sondern das tatsächlich in die Begabtenförderung und ins BAföG zu überweisen. Frau Gulke? Also wir sind dafür, das abzuwickeln. Erstens sozusagen, weil es tatsächlich sich als relativ untauglich erwiesen hat und weil es ja auch von der Mittelaufwuchs jetzt auch, es nimmt ja gar nicht so einen riesigen sozusagen Platz im Haushalt ein. Darum geht es, glaube ich, gar nicht, dass wir woanders unbedingt diese Mittel bräuchten. Aber es ist ja sozusagen Ausdruck einer verkehrten Förderlogik. Das ist eigentlich die Problematik, die dahinter steht. Man hat sich versucht zu verabschieden, sozusagen damals von dem BAföG als breiten Förderinstrument und auch als Sozialförderinstrument hin und wollte den Einstieg schaffen in eine ganz andere Förderlogik, die aus unserer Sicht eben genau diejenigen, die aus finanziell schwachen Haushalten, aus nicht akademischen Elternhäusern kommen, wieder weiter benachteiligt hätte. Und insofern wäre es jetzt richtig und auch als Zeichen der Zeit richtig erkannt, wenn man das Deutschlandstipendium dann einfach auch abwickeln würde. Kurze Nachfrage, es ist ja so, dass aber die Zusammensetzung der Stipendiaten eigentlich gar nicht schräg ist. Also die entspricht weitgehend auch derjenigen, wie sie zum Beispiel bei den Förderwerken ist, ja, sie entspricht auch der Studierendenschaft. Also da gibt es jetzt nicht sozusagen die Superreichen, die Stipendien bekommen. Das andere ist, gehen da nicht private Mittel verloren, wenn man dann sagt, also bleibt da nicht weniger für die Studierenden übrig, Frau Gulke? Na, die Frage ist ja sozusagen, ob man genau diese Logik möchte, dass eben wir quasi private
reiche Mäzene und Gönner haben, die eben darüber entscheiden, wer eben ja als förderungswürdig für ein Studium angesehen wird. Und genau von so einer Logik möchte ich weg. Ich denke, der große Vorteil von BAföG ist ja, dass es ein Rechtsanspruch ist und dass es eben ein Instrument ist, was auf ganz andere Kategorien setzt und was ich sozusagen, was ja dann auch über steuerliche Einnahmen kann das auch gerecht gegenfinanziert werden. Also wenn man möchte, dass Reiche sich mehr an der Finanzierung unseres Gemeinwesens und auch zum Beispiel beim BAföG und anderen Fragen beteiligen, dann kann man das ja über die Steuergesetzgebung regeln. Aber man kann sozusagen, muss nicht ein neues Instrument schaffen, wo letztendlich neue Abhängigkeiten geschaffen werden. Herr Gehring, Deutschlandstipendium beibehalten, abschaffen, irgendwas dazwischen? Also wir wollen beim Deutschlandstipendium die Bundesförderung auslaufen lassen. Ob die Stifter und die Hochschulen das dann selbstständig fortsetzen, können wir denen anheimstellen. Insgesamt sind Rechtsansprüche auf eine vernünftige Studienfinanzierung auf jeden Fall jeder Stipendienlotterie überlegen. Und bei Stipendienwesen, das wir haben durch die begabten Förderungswerke, da pochen wir sehr klar darauf, dass die sich weiter sozial öffnen, dass eben durch das Stipendienwesen, was wir haben, auch soziale Spaltung nicht zunimmt, sondern wir hier auch inklusiv fördern. Aber nochmal, ganz entscheidend, dass wir die Studienfinanzierung durch eine große Strukturreform nach vorne bringen. Also wenn wir es jetzt nicht schaffen, Neustart beim BAföG hinzukriegen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ganz herzlichen Dank. Ich wollte eigentlich Frau Sonntag an der Stelle noch mal kurz danken. Sie ist jetzt schon aus dem Bild gegangen. Ganz herzlichen Dank, Stefanie Sonntag, dass Sie die Publikumsanwältin waren. Und jetzt gehen wir in eine kurze Abschlussrunde. Ich habe es gesagt, wir haben angefangen mit einer Eröffnungsrunde, einem Eröffnungsplädoyer. Und jetzt haben die Abgeordneten die Gelegenheit nochmal für ein Schlussplädoyer, auch nach dem, was sie mitgenommen haben, aus dem Publikum, aus der Diskussion mitgenommen haben, nochmal am Ende zu sagen, warum denn ihre Partei, ihre Fraktion die geeignete Hochschulpolitik macht, auch für die neue Legislaturperiode und wie das passt zu den GEW-Forderungen. Und wir drehen jetzt um, vorhin hat Herr Kaufmann angefangen, jetzt fängt Herr Gehring an. Jetzt gucke ich wieder auch dabei auf die Uhr, Herr Gehring, diesmal haben Sie nur 1,5 Minuten. Das kann nur schief gehen. Bitteschön. Also ich finde, dass die GEW-Forderungen wirklich eine tolle Blaupause sind, sowohl jetzt für die Programme der Parteien als auch für Kooperationsgespräche. Man muss bei der Wissenschafts- und Hochschulpolitik wissen, das geht nur durch eine gute Bund-Länder-Zusammenarbeit mit einer stark gestaltenden Rolle des Bundes. Ich wünsche mir eine klare Führung im Bundesbildungs- und Forschungsministerium nach dem 26.09. Und wir brauchen eine Wissenschaftspolitik, die mehr für Chancengerechtigkeit sorgt, für gute Arbeit, für die ganzen Fragen, die wir heute diskutiert und aufgeworfen haben, von Digitalisierung bis Diversity über Klimaneutralität. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Es lief nicht alles schlecht, aber es kann vieles sehr viel besser werden. Und dafür würde ich mich sehr ins Zeug legen wollen. Und die Großbaustelle ist die Studienfinanzierung, wo wir dringend mehr machen müssen und das WissZeit-VG kann so nicht bleiben. Herzlichen Dank, Herr Gehring. Frau Gulke. Ja, aus meiner Sicht hat Politik und insbesondere die Bundespolitik auch in der Bildungs- und Hochschulpolitik die Aufgabe, für einen diskriminierungsfreien Zugang und für die soziale Öffnung in der Bildung und an den Hochschulen zu sorgen. Sie hat dafür zu sorgen, dass gleichwertige Lebensverhältnisse in der Wissenschaft und zwar im gesamten Bundesgebiet entstehen. Und sie hat aus meiner Sicht für gute Arbeit und gute Beschäftigungsbedingungen und Mindeststandards in der Arbeit zu sorgen. Und ich finde, das sind die Aufgaben, die jetzt an erster Stelle vor uns liegen. Ich glaube, dass wir als Linke sozusagen dieses Programm am konsequentesten vertreten. Generell möchte ich aber auch noch mal wirklich dafür werben. Ich denke, dass diese Pandemie, das wurde ja auch schon noch mal gesagt, die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie wichtig Wissenschaft insgesamt ist. Und wir stehen aber auch noch mal vor ganz anderen gesellschaftlichen Herausforderungen. Klimawandel, soziale Ungleichheit, Digitalisierung und so weiter. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist wieder ein Leitbild stark zu machen für die Wissenschaft, wo sich Wissenschaft wirklich in gesellschaftlicher und zwar in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung versteht und Wissenschaft auch nach diesem Leitmotiv ausgestaltet und sozusagen ja, ordnungspolitisch sozusagen geleitet wird. Dafür würde ich mich sehr stark machen. Herzlichen Dank, Frau Gulke. Herr Kaczmarek. Ja, ich denke, dass wir sehr ausführlich und richtig auch über die Herausforderungen diskutiert haben. Es geht darum, gute Arbeit für die Wissenschaft zu schaffen, mehr Dauerstellen, verlässliche Karrierewege, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das sind alles wichtige Stichworte. Wir haben über soziale Sicherheit gesprochen,
auch für Studierende mit einer grundlegenden BAföG-Novelle, BAföG-Reform, die wir im 50. Jahr des Bestehens machen müssen. Und ich glaube, dass auch dazu gehört die Wertschätzung für die Arbeit in der Wissenschaft, weil wir die brauchen, um die Zukunftsherausforderungen, klimaneutrale Industrie, moderne Mobilität, Gesundheit, all diese Dinge, digitale Souveränität zu erreichen. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir weitermachen können, dass wir für die Wissenschaft eintreten, für die Wissenschaftsfreiheit auch eintreten können, für gute Arbeit, soziale Sicherheit eintreten können. Ich glaube, dass wir in der Großen Koalition viele gute Sachen auf den Weg gebracht haben, aber jetzt auch die Grenzen erkennbar sind. Deswegen wünsche ich mir für den 26. September eine progressive Regierungsmehrheit und auch nach 16 Jahren CDU im BMBF mal ein Durchlüften im Bildungsministerium, am liebsten mit einem Sozialdemokraten oder einer Sozialdemokratin. Herzlichen Dank. Herr Kaufmann, Zeit zum Durchlüften? Ja, erstmal vielen Dank an die Veranstalter, dass Sie doch jetzt auch nochmal viele Themen deutlich gemacht haben, die jetzt die Arbeit in der Wissenschaft betreffen und da auch den Finger in die Wunde legen durchaus. Ich denke, die Pandemie hat gezeigt, hat viele Handlungsbedarfe aufgezeigt, über die wir heute auch haben sprechen können, wo auch Konsens besteht, dass wir im Rahmen auch der sozialen Situation von Studierenden einiges machen müssen. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, dass die Länder ein Stück weit überfordert sind mit vielen Aufgaben und deshalb dieses ganze Thema der Finanzierung, zusätzliche Verantwortungen an den Bund, Hochschulpakt, Sozialpakt, Digitalpakt. Ich möchte nur darauf hinweisen, alle diese Pakte heißen natürlich auch viel mehr Geld, aber das heißt nicht mehr Zuständigkeiten für den Bund. Und das möchte ich jetzt mal als Parlamentarier sagen. Wir sitzen bei all diesen Paktverhandlungen am Katzentisch als Parlamentarier. Wir haben letztlich kaum Einflussmöglichkeiten. Da wird einfach nur Geld verteilt in Bund-Länder-Verhandlungen. Und insofern auch da möchte ich mal darauf hinweisen. Also dann müssen wir schon Richtung wirklich Föderalismus-Diskussion hier nochmal kommen, wenn es dann wirklich um diese großen Verschiebungen geht. Positiv denke ich, dass wir bei einer BAföG-Novelle viel Gemeinsamkeit hier auch feststellen konnten. Es wird eine BAföG-Novelle kommen. Auch beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz bin ich ganz optimistisch, dass wir in der nächsten Legislaturperiode das angehen. Und abschließend nochmal ein herzliches Dankeschön an die GEW. Ich denke, die Veranstaltung hat jedenfalls dazu beigetragen, dass Wissenschaftspolitik ein wichtiges Wahlkampfthema auch wird. Ganz herzlichen Dank, Herr Kaufmann. Ja, und einen ganz herzlichen Dank auch an Sie im Publikum, dass Sie uns mit Fragen, mit Kommentaren unterstützt haben. Und einen herzlichen Dank an alle vier Abgeordneten, dass Sie so tatkräftig auch Frage und Rede und Antwort gestanden haben. Es sollte ja um Wissenschaftspolitik auf den Prüfstand gehen. Bundestagsabgeordnete im Kreuzverhör. Ich war sozusagen das eine Teil des Kreuzverhörs und Herr Keller wäre jetzt das andere Teil des Kreuzverhörs, in dem er noch das letzte Wort hat. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich und darf zum Abschluss und zu einem Resümee an Herrn Keller übergeben. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal an die Damen und Herren Abgeordneten fürs Diskutieren und an die Zwischenruferinnen und den Zwischenrufer, an die Publikumsanwältin, wie Sie es genannt hatten, Herrn Viada, und natürlich auch an den Moderator, Herrn Viada, der das wieder meisterhaft gemacht hat, die wichtigen Fragen zu stellen, mal nachzubohren und trotzdem auch eine Punktlandung, was die Zeit angeht, zu machen, wenn jetzt ich nicht noch käme. Aber ich will es nicht überstrapazieren. Wir werden nur eine geringe Überziehung unseres Livestreams machen. Ich danke an der Stelle aber auch, bevor ich es vergesse, ganz herzlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauptvorstands der GEW, dem Team hier im Tagungswerk in der Jerusalemkirche in Berlin-Kreuzberg. Für alle, die sich gefragt haben, wo sitzen die eigentlich? Also auch virtuell geht nicht nur virtuell, irgendwo muss man dann auch sitzen und einen Livestream produzieren. Und ganz herzlichen Dank auch an das Technikteam von der Firma Kuxma, die das für uns hier gemacht hat. Ginge es nach Ihnen, liebe Abgeordnete, die heute hier versammelt waren, dann wäre, glaube ich, Bildung und Wissenschaft längst ein Wahlkampfthema. Und ich glaube, es ist in der Tat wichtiger und da wünsche ich Ihnen mal viel Kraft, dass in der nächsten Wahlperiode die Bildungspolitikerinnen und Politiker ein größeres Gewicht in ihren Fraktionen haben und nicht nur die Finanzpolitikerinnen und Politiker den Ton angeben. Das ist das Erste. Und wir können natürlich hier heute keine Wahlempfehlung geben als GEW. Das wäre übrigens auch ziemlich schwer nach dieser Diskussion, aber selbst wenn wir es, wenn ich es wollen würde, können wir es nicht. Wir sind eine Einheitsgewerkschaft, wie alle anderen Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund. Aber Einheitsgewerkschaft kann man auch mit Z schreiben. Eine Einheitsgewerkschaft, die ordentlich jetzt nochmal einheizen möchte in der heißen Phase des Wahlkampfs, damit Bildung und Wissenschaft wirklich ein Wahlkampfthema wird. Und deswegen müssen Sie, liebe Abgeordnete, nicht nur die, sondern alle, die sich auch zur Wahl und Wiederwahl stellen,
Farbe bekennen. Das ist jedenfalls unser Anliegen. Lehre und Studium muss krisenfest werden. Ausbildungsförderung muss strukturell erneuert werden. Dauerstellen für Daueraufgaben müssen geschaffen werden. Und Bildung und Wissenschaft muss nachhaltig finanziert werden. Das sind die vier Kernanliegen unserer Wahlprüfsteine. Und wenn ich das nochmal im Lichte der Diskussion, die wir heute hatten, Revue passieren lasse, dann kann ich erstmal sagen, Lehre, Studium, krisenfest. Es gab, glaube ich, hier einen Konsens, dass die Hochschulen hier auch stärker in den Blick genommen werden. Alle reden über Schulen und Kitas, da bin ich froh drüber, als GEW-Vertreter. Aber bei den Hochschulen entsteht manchmal der Eindruck, da läuft es ja schon irgendwie. Aber wir haben ja heute auch Zahlen gehört und Hinweise, dass es nicht läuft, dass es im Gebälk knirscht, dass Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besser unterstützt werden müssen und dass vor allem die Krise nicht alle gleich behandelt, dass vulnerable Gruppen, dass Menschen mit Kindern, mit Care-Verpflichtungen, sozial Benachteiligte einfach noch stärker durch die Maschen fallen. Deswegen brauchen wir hier wirksame Hilfen und wir müssen die Hochschulen fit machen für die Krise, aber auch für die Zeit nach der Krise, fürs digitale Zeitalter. Wir hatten eine Diskussion über das BAföG, die hat erstmal für mich gezeigt, alle, die hier sitzen, möchten gerne das BAföG reformieren. Gute Nachricht. Zweite Nachricht, es gibt hier eine Mehrheit, Kaczmarek plus Opposition. Leider war die FDP nicht dabei, aber so rechnerisch, strukturell eine Mehrheit für eine Reform des BAföG, die auch elternunabhängige Komponente vorsehen soll, finde ich gut. Das ist hier die GEW vor. Und die auch hingeht zu einem Zuschuss, also zurück zu den Wurzeln des BAföG als Instrument der Förderung der Chancengleichheit. Und in der Tat ist es so, dass diese Darlehenskomponente, das ist ausgeführt worden im BAföG, viele abschreckt, auch wenn es Betriebswirtinnen und Betriebswirte gibt, die sagen, es lohnt sich trotzdem, diese Schulden aufzunehmen. Aber es schreckt viele aus bildungsfernen Schichten ab. Und deswegen muss das BAföG auf die Tagesordnung, am besten in ein 100-Tage-Programm einer neuen Bundesregierung, wie auch immer sie zusammengesetzt ist. Dauerstellen für Daueraufgaben. Hier war eine Bereitschaft aller Abgeordneten da, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu novellieren. Strittig war, wie radikal ist eine Reform? Strittig war, wann kommt die Reform? Warten wir die Evaluation ab oder nicht? Und strittig war auch, ob man sich jetzt schon festlegen soll, welche Punkte da rein sollen. Ich kann hier nur noch mal erinnern, auch an Herrn Kaufmann gewandt. Wir haben ja eine, Sie waren ja, nee, ich glaube, da waren Sie nicht dabei, eine der wenigen Veranstaltungen, die die Unionsfraktion nicht wahrnehmen konnte bei unserer Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Wir haben es ja schon mal evaluiert. Festgestellt, die Wissenschaftszeitvertragsgesetznovelle von 2016 wirkt, aber nur ein bisschen. Wir haben immer noch einen hohen Befristungsanteil. Die Laufzeiten sind etwas länger geworden, aber nur etwas. Und deswegen müssen wir hier nachlegen, brauchen eine zweite Reform, eine radikale Reform. Und das sollte so schnell wie möglich geschehen. Und der Bund sollte bitte schön Verantwortung dafür übernehmen. Wenn er zum Beispiel 10 Milliarden Euro Jahr für Jahr in den Pakt für Forschung und Innovation steckt, die an die DFG gehen, die an die außeruniversitäre Forschung gehen, über die ist viel zu wenig geredet worden, weil auch dort gibt es ein Befristungsproblem, dann muss er dafür eine Verantwortung übernehmen, dass dort nicht nur gute Forschung und Lehre gemacht wird, sondern auch gute Arbeit. Das ist unser Anliegen. Bildung und Wissenschaft nachhaltig finanzieren, das war im Prinzip gerade auch schon die Überleitung. Da gab es, glaube ich, auch doch, ich will nicht sagen Konsens, aber das lag doch in der Luft, wir brauchen hier mehr Nachhaltigkeit. Und deswegen waren ja auch die Vertreter der Großen Koalition so stolz drauf zu sagen, wir haben doch den Zukunftsvertrag und die Exzellenzstrategie schon verstetigt. Und das sagen wir eben als GEW, wenn man ihn verstetigt hat, dann kann man auch die Hochschulen verpflichten, die Beschäftigungsverhältnisse zu verstetigen. Und da gebe ich Herrn Kaufmann völlig recht. Das sind auch die Abgeordneten gefragt, sich stärker einzumischen, dass das, was in diesen Pakten drinsteht und verhandelt wird, nicht nur in den Hinterzimmern der Ministerialbürokratie ausgehandelt wird und die Abgeordneten können es am Ende nicht mehr ratifizieren, weil es ja kein Staatsvertrag ist und kein Gesetz, sondern nur von der Publikumstribüne aus zu sehen, dass sie sich da stärker einmischen und dass wir darauf achten, dass hier auch der Bund, wenn er schon Geld gibt, hier auch
mitgestaltet. Also da habe ich eine Bereitschaft rausgehört, dass das die Abgeordneten im nächsten Bundestag vielleicht stärker machen. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir sehr stark wünsche, was sich die GEW wünscht. Wir werden die Wahlprüfsteine auch nochmal den Vorsitzenden der Parteien zusenden mit der Bitte um Stellungnahme. Wir werden sie abgleichen mit den Programmen, soweit sie vorliegen. Einige Parteien haben ja schon Programme beschlossen. Und werden insofern die Diskussion weiter am Laufen halten. Unsere Erfahrung zeigt aber auch, es ist gut, gute Argumente zu haben, die hat die GEW, aber die allein reichen nicht immer. Wir müssen auch, ja, wie soll ich sagen, Bambule machen. Drück's mal so aus. Und da haben wir einige Dinge schon angeschoben. Es gibt die Petition BAföG 50, kein Grund zum Feiern, BAföG50.de, die wir als GEW unterstützen, die man unterzeichnen kann. Es gibt, obwohl das eher in die Zuständigkeit der Länder fällt, ich will es hier erwähnen, die Initiative für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte, tvstud.de, die man unterzeichnen kann. Aber vor allem sammeln wir weiter Unterschriften für unsere Petition Dauerstellen für Daueraufgaben, der wir auch den Hashtag Dauerstellen verdanken, gw.de/Dauerstellen. Da haben wir auch ein Video produziert, was wir zum Abschluss für alle, die es noch nicht kennen, gleich nochmal zeigen werden. Also dahin gehen und unterschreiben. Aber vor allem ist es wichtig, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die an Hochschulen, Forschungseinrichtungen arbeiten, die studieren, die ein Interesse daran haben, dass wir auch in Zukunft eine gute Forschung und Lehre haben. Und die fällt nicht vom Himmel, die braucht gute Bedingungen, eine gute Finanzierung, auch gute Studien- und Arbeitsbedingungen, dass die sich auch einmischen in die politischen Debatten, dass sie sich aktivieren in den entsprechenden Initiativen und Kampagnen und dass, wenn sie in unserem Organisationsbereich sind, und das sind Hochschulbeschäftigte und GEW, sich auch organisieren in der Bildungsgewerkschaft GEW. Dazu möchte ich an der Stelle auch ausdrücklich einladen. In diesem Sinn, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns und ich kann nur noch abschließend sagen, Film ab! Der Job an der Universität gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und dann immer wieder feststellt, dass man mit einem Riesenpaket Unsicherheit mitträgt. Man kann Karriere nicht planen, man hat keine Kohle, man hat keine Perspektive. Was muss ich denn eigentlich machen, um in dem System zu überleben? Ich mag meinen Job, ich liebe meinen Job, aber diese Struktur finde ich echt scheiße. Das Problem ist, dass die überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten befristet beschäftigt sind und der eigentliche Karriereweg nur ist, dass man zur Professorin oder Professor wird und es eigentlich keinen Mittelweg gibt. So eine Professur ist quasi wie ein Sechser im Lotto. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass unter all den promovierten Menschen, die es in Deutschland gibt, gerade ich dann die Professur bekomme. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die teilweise sich von 6-Monats-Verträgen zu 6-Monats-Verträgen hinlangeln oder aber auch nur einen Jahresvertrag haben und das immer und immer wieder. Ich bin angestellt in Teilzeit auf 50%. Das habe ich mir so nicht ausgesucht, sondern solche Stellen gibt es meistens nur mit 50% oder 65%. Das heißt, ich bin quasi unfreiwillig in Teilzeit, weil es gar keine Jobs in Vollzeit gibt. Und es ist auch nicht so, als ob ich nicht Vollzeit arbeiten würde. Ja? Das kommt nochmal dazu, in der Erwartungshaltung, dass ich mich in diesem Konkurrenzmarkt Wissenschaft irgendwie durchsetzen will, versuche ich natürlich, möglichst viel dafür zu tun, damit meine Chancen später besser sind. Man könnte auch sagen, man stellt 2 Köpfe ein, die arbeiten 50% und de facto arbeiten sie wie 2 Vollzeitstellen. Ich liebe ja das, was ich mache. Ne? Und jetzt einfach nur wegen diesen Befristungsstrukturen da keine Sicherheit zu bekommen. Und das ist auch blöd, wenn man darüber nachdenkt, so, was für Anschaffung kann ich machen, was für Plan mache ich. Ich kann nicht mal planen, ein Zuhause zu haben. Ein ehemaliger Studienkollege von mir, der hat mal gesagt, also wenn er gewartet hätte mit Kinder bekommen, bis er einen unbefristeten Arbeitsvertrag hätte, dann hätte er bis heute keine Kinder. Natürlich macht eine befristete Stelle auf Teilzeit was mit sowas wie Familienplanung oder will man noch mal irgendwie in eine größere Wohnung ziehen oder sowas? Was für einen Luxus gönnt man sich eigentlich? Die Unsicherheiten haben natürlich auch direkt Probleme in Bezug auf die eigenen Projekte. Man überlegt, bis wann kann ich eigentlich Projekte zusagen? Wir lieben alle unseren Job, wir beuten uns alle selber aus, arbeiten hammer viel unbezahlt und arbeiten im Zweifel immer nur in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Wir wollen das nicht. Also sagen wir, macht das besser. Und deswegen engagiere ich mich in der Gewerkschaft. Kollektiv könnten wir eine ganze Menge reißen, wenn mehr mitmachen.
Und das ist, glaube ich, es liegt an jedem Einzelnen, sich da aktiv einzubringen. Und das kann sichtbar sein, kann aber auch unsichtbar sein. Dauerstellen für Daueraufgaben, dieses Motto, was wir mit der GEW ja auch ständig verbreiten, das liegt halt daran, dass wir viele Aufgaben an der Universität haben, die einfach beständig fortlaufen. Zum Beispiel Studienberatung. Lehrveranstaltungen müssen immer stattfinden. Wenn man davon ausgeht, dass die Universitäten immer von Drittmitteln abhängig sind, ist Drittmittelanträge schreiben auch eine Daueraufgabe. Wir haben so gewisse Basisaufgaben auch für Forschung, die immer stattfinden müssen. Bestimmte Verwaltungsaufgaben. Irgendjemand muss das alles koordinieren. Wir brauchen Dauerstellen für Daueraufgaben und dafür deine Unterstützung. Wir kennen das Lied. Alles verändert sich, wenn du es veränderst. Doch du kannst nicht gewinnen, solange du allein bist. Komm dazu, engagier dich, bring dich ein und wir räumen den Laden auf.